Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück im Leben von Daniel Davis und willkommen zu einem letzten Stream vor dem Urlaub. Ja, wir starten wieder in den Ladebildschirm, weil wir ja noch mit Davis in Carters Wohnung sind. Also dementsprechend nicht, dass wir ihr wieder unangenehm begegnen und noch nicht der Stream läuft. Deswegen warten wir einmal hier ab, bis wir gleich rein können. Ja, und ansonsten, wie gesagt, heute ist der letzte Stream vor dem Urlaub. Heute schicken wir, beziehungsweise vor dem Urlaub, vor Davis Pause. Und ja, wir schicken ihn heute nach San Francisco im Anschluss. Und wir schauen mal, was wir davor noch alles erleben. Ich ahne Furchtbares, was ich so ein bisschen schon mitbekommen habe. Aber egal, wir finden es heraus. Und damit starten wir hinein. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die schon im Chat mit dabei sind. Willkommen, willkommen zum Stream. Nun. Cool. So, packen wir eben einmal kurz die Sachen zusammen. Und hier hin. Das hier mal so in der Kombination. Und das restliche Zeugs packen wir alles in die Tasche. So. Ja, kurz. Einmal nochmal. Bisschen schummeln. Ja, gut, das hat sich erledigt. Weil, liegt Carter noch im Bett oder liegt Carter nicht im Bett? Ist ja immer ein bisschen so schwierig. Zumindest ist sie nicht eingestempelt. Machen wir mal ein Zettelchen fertig. Nee. Start in den Tag. Bis später. Nein, nicht das. Das. Warum hat sie keinen Nachttisch? Legen wir es eher in den Schrank. Beziehungsweise wir kleben es an den Schrank. Machen wir es so rum. Einfacher. Hallo? Ist ja ein Post-it. Der klebt ja. Gut. Nehmen wir unsere Tasche mit. Tun wir uns unten einmal kurz SMS einlesen und so weiter und so fort. Kurz wieder das Street, okay. Was? Ich will nicht mehr. Was? Wo geht's denn hier los? Holy shit. Hier. For your information. Heute wurde eine schwarze Tasche vor dem.
Wer hat denn nochmal... Okay. Daran enthalten waren zwei Funkgeräte, ein Foto von PD99 Weiß, die Dienstwaffe von PD99, ein Ring und zwei Briefe. Auf dem ersten stand, dass es Mr. und Mrs. Weiß gut geht und eine Lösegeldforderung. Die Summe wurde an einer bestimmten Stückelung für den zweiten Zettel aufgeschrieben. Nachdem die Tasche abgestellt wurde, gab es eine 1060 mit zwei Motorrädern. Die Aufsassen waren mit Langwaffen ausgestattet und haben diese auch auf Officer gerichtet. Hilfe, ich will... Ja gut, Davis ist im Urlaub. Na, schön. Dann habe ich die Gefahrenstufe auf Bravo angehoben. Du kannst auf Alpha anheben, was das angeht. Heute im Laufe des Abends kommen alle Chiefs von PD40 Levant ein Briefing per Mail bezüglich der Führung von Mr. und Mrs. Weiss. Mit der Army eventuell mal geredet. Die haben besseres Equipment, Wärmebedienung wegen der Suche. Die Human Commissioner ist im System suspendiert, auch im RDP, damit er sich die Rechte nicht selbst wiedergeben kann, falls er dazu gezwungen wird. Bitte heute um 19 Uhr im VPD-Treffen, Zwecksbesprechung des weiteren Vorgehens. Naja, Ray wird wieder im MD landen. Weiß ich nicht. Check, da ist man einmal einen Tag nicht da. Ja, ja, im VPD. Habe ich ja 5 Jahre, check. Mein Anwesenheit der Wunsch, erstmal ja. Wenn auf den Weg komme, Levante hat erstmal jedem die gestern erwähnte Mail zugeschickt. Okay. Ich will auch nicht mehr. Okay, dann mache ich das so. Account, Accountname, Behörden, Events. Ah, könnt ihr das Passwort nicht in der SMS-Gruppe? Cool. Überraschungsfestival, Status-Update des Department of Health liefert uns Freitag eine Ladung der Getränke und das Rezept wurde uns auch zugesendet. Und VOD löschen. Yep. Nee, wir Liter benötigen, bezüglich des der alten Ranger Station wird uns McGill am Donnerstag Zugang geben. Wie sieht das bei euch aus? Falls Alice Moments auch die Zutaten für die Kränke in der Megamall besorgen soll, lasst uns bitte eine entsprechende Einkaufsliste zukommen. Aber wie kann man so ein Passwort in eine SMS-Gruppe packen? Weil dem, also mindestens Ray ist halt Streamer. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt und es, egal. Okay, wurde eingenommen und eingeräumt. Der Commissioner wurde entführt, alle verfügbaren Kollegen, falls möglich, in den Dienst kommen. Alle Officer, welche diese Nachricht lesen, bitte unverzüglich am Dienst teilnehmen. Der Commissioner ist ein Interesse, der Polizei ist nach wie vor vermisst und für eine dringende Dringlichkeitsverhandlung vonnöten. Ja, ich komme ja gleich. Neue Vorsätze mit MP rumlaufen, mach erst Sprut nach Ermessen und Dienst. Gut, dann gucken wir mal in die Venture Mail, was denn jetzt das Briefing von Levante dazu ist. Okay, nehmen wir jetzt interessiert. In der Vergangenheit sind wir gut damit gefahren, sie regelmäßig mit überraschenden Entführung von ERP-Weißfragen sind aktuell. Als unbekannte Täterschaft, unbekannte Lösegeldforderung, 1.000.000 und 2.000 Dollar, Achtung, dies ist erweiterte interner. Bestätigter Langwaffeneinsatz, terroristische Hintergründe unbeschädigt, Homeland kontaktiert, Antwort ausstehen. Übrigens, wie Presse informiert, Ermittlungsgruppe gegründet, laut Entführer soll es heute spätestens zum Sonnenuntergang ein weiteres Zeichen geben. Wortgebrauch eine Mischung aus flapsig, lapidar und zu einem späteren Zeitpunkt geschwollen, eloquent wirkend. Wichtig für Sie, aktuell haben wir keine erweiterten Aufgaben für Sie oder die Streifen. Das heißt, Sektoren sollten regelmäßig abgefahren werden, die erledigen hundertlichen Aufgaben stehen bleiben. In der kommenden Zeit auch nerven auftreiben. Wir müssen das Ermittlungsteam zur Führung seit Police nach außen Schuss das Bild geben. Das heißt, Unstimmigkeit am besten immer direkt klären. Dann sehen wir mit Officer deren Verhalten. Wir fragen Sie hinter Detective Miller und Nook als Hauptverantwortlicher. Ich kann nicht mehr. Zur Verfügung. Informationen teilen Sie bitte am besten immer via Menschenmail an diesen Account mit. Ich kann nicht mehr. Ey, das ist so gut. Das fängt schon einfach nur Gold wieder an, alles. Einfach nur schön.
Tja, aber ich muss leider in Urlaub. Davis muss leider. Das können wir sehen, kannst du auf Venture Tube. Stay tuned. Entschuldigung, es ist leider voll böse, aber auch voll gut. Dieses Wo ist Wald, Entschuldigung, es ist gut, es ist gut. Es ist sehr ernstes Thema. Commissioner ist entführt. Ah, ich kann nicht mehr. Der Junge macht mich fertig. Ich sollte mal noch, wenn schon so eine hohe Gefahrenlage ist, direkt mal das hier machen. Mal einen Funk hören. Ja, wo ist Walter? Dass wir den auf dem Ohr haben. 30 Funkcheck. Okay, wir wollen mal. 325 Funkcheck, Off-Duty, Standby. Haupteingang. So, ich brauche nichts gucken. Ist jetzt eher so wieder nach Hause laufen. Zum Glück wohnen die beiden nicht so weit auseinander. Das ist immerhin etwas. Verwandt 8 überführt als Supervisor zum MAPD. Check. Ach ja, ist das Leben nicht schön in Los Santos? Vier null drei 1020 Ruindorf. Check. Vor allem sind wir mal ehrlich. Also, sag mal, so jetzt einmal zu kurz OOC gesprochen. Sind wir mal ehrlich. Walter Weiß und Sascha Weiß können aktuell eh nicht gefunden werden. Weil Dennis ist im Urlaub. Das heißt, der Char ist halt einfach nicht bespielt. Der kann nicht gefunden werden. Also müssen die ja an so einem sicheren Ort sein, der auf gar keinen Fall durch die Officer erreicht werden kann. Sag mal, mein OOC-Tipp dann dementsprechend Mexiko. Weil Bereitstelle für die was 1520 anderes kommen. würde mir gerade auf die Stelle nicht einfallen. Weil Der die Herbst, die müssen kommen. halt irgendwo Kurze sein, wo die nicht Einsatzlage beim erreichbar sind. Dispatch vor den Grab-Seat-Silos kommen. Von der Leitstelle, so negativ, Frage geht an die Info-Hotline weiterkommen. Weil das ist ja die einzig logische Option, wo sich diese befinden können, wo die Officer AD eben nicht 526 hat rankommen. vermutlich keine Einsatzlage 520, Weil, ne? wenn die hier irgendwo auf der Insel sind, wäre es in irgendeiner Art und Weise immer cringe, wenn wir den Ort finden würden. Und dann wäre Walter Weiß und Sascha Weiß nicht dort. Außer Support würde den Char übernehmen. Ja, theoretisch, aber wäre trotzdem, glaub, cringe alles ein bisschen. Und nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Aber nun. Vielleicht finden wir auch Leichen, wer weiß das schon? Laut Dennis sind die beiden ja eh tot.
Aber wenn man danach geht, ist Walter Weiß schon 5-mal gestorben. Hm, vielleicht. Löchen, willkommen zum Stream, hallo. So, einmal nur den Ray-Rucksack reinpacken. Hallöchen, willkommen zum Stream. Halt. Wäre tatsächlich nur, dass wir noch was mitnehmen könnten. Alles andere ist egal. Sollte man noch kurz... Amy hat ja, habe ich noch nicht geantwortet. Ja, nun. Was soll ich dazu noch anderes schreiben, Amy? Was soll ich dazu anderes sagen? Außer, ja, nun. Hier ins 1330, MAPD. Tschüss. Nein, ich glaube, das glaube ich auch nicht, dass er das ernst meinte mit dem Tod. Ich glaube, das glaubt ihm niemand. Sind wir mal ehrlich, wie oft der getrollt hat mit dem Tod. Das glaubt man nicht so schnell. Hallöchen, willkommen auch an dich zum Stream. Hi. So, Briefkasten ist auch erledigt. Na. Abgeschlossen und Briefkasten wieder zu. Darf heute nicht vergessen. Ich muss noch dran denken, unbedingt. Ray kriegt noch das Geld für die Quietsche-Entchen. Und ich muss noch Edwards anrufen. Das müssen wir gleich noch beides machen. Das habe ich nämlich am Montag tatsächlich verpennt, Edwards anzurufen. Aber das kriegen wir alles noch hin. Wir müssen jetzt Finch so schnell als möglich die Sachen übergeben. Und gucken, dass wir einigermaßen sicher aus dem Dienst kommen. Und nun ja, irgendwie den Abend überleben, ohne ins MD zu kommen. Weil ich kann halt nicht im MD liegen. Es geht halt literally nicht. Ja, wenn dann Langzeit kommt, oder? Das halt, ja. Weil es halt leider auch ein bisschen schade wäre, weil ich mir extra, dass ihr überlebt habt mit Davis Onkel und so weiter, hat man sich extra Mühe gegeben. Überlegt sich ein RP-Hintergrund, warum Davis nicht hier bleiben kann. Und Support so, hold my beer, wir schicken Davis ins Langzeitkoma. Nein, deswegen wollte ich ja eigentlich auch gar keinen Dienst heute mehr machen. Und eigentlich, ja, Davis hat ja gefragt, ob Ray einfach den Abend mit ihm verbringen möchte. Aber ich fürchte mal, Ray wird nicht den Abend mit ihm verbringen wollen, weil Dienst wird brennen heute. Eine für Davis über den Fuß, Koma. Ja, genau das. Warum ist die Fernslash wieder so durchgetauscht? Weird.
417 aktiv. Chill. Upsala, da bin ich zu weit vor. Dann war eigentlich das Treffen der COD-Gruppe heute oder war das gestern? Nicht aufgepasst. Treffen 19 Uhr. Das war gestern, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. VPD-Check. So, das erstmal. Aber ich werde auch Schrot ausstatten, aber ja, kannst du mal von ausgehen. Sind noch in der Schussweste drin, die Schrot? Sind meine Schrotmagazine. Ach, hier. Okay, dann erst einmal die hier nachladen. Guten Abend, willkommen zum Stream. Hi. 417-1020 Petty's Eyes Community Policing. Check, selbstständig eintragen. So, dann hier einmal rein. Schrot nachladen. Und das hier als Ersatz. So, jetzt müsste ich aber noch jeweils nachladen können, oder? Das müsste, glaube ich, gehen. Ich jetzt lade. Ja. Okay, perfekt. Na dann. Wird großartig. ASU-Überführung. Okay. So, ich bin im Dienst, State Police Führung. Okay. Oh, immerhin nicht im MD. Ich dachte gerade schon nein. Hallo. Komm, wann war Daniel? Ich hab mal so 3 Fragen. Ich bin gerade gelandet aus New York und hab mal so meine SMS halt überflogen und mal die SMS-Notrufe und da steht irgendwie drin, dass der Commissioner entführt wurde. Geht's dem soweit gut? Das Problem ist, da rufst du genau den Richtigen an, der das gerade auch nur per SMS erfahren hat. Ach so, ja, geht's ihm gut? Ich hab keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich bin auch gerade aus dem Dienst gekommen, deswegen, ich weiß es selber nicht. Ich bin auch voller Begeisterung tatsächlich, weil, ich bin voller Begeisterung, weil als Metro-Lead ich so zumindest gar kein Briefing, keine Informationen bekommen habe. Das finde ich gerade, der Commissioner ist nicht im RDP mehr drin. Das habe ich erfahren, die sind beide suspendiert, aus Sicherheitsgründen, damit die Accounts nicht genutzt werden können. Aber sind die noch entführt? 404, soweit ich das per SMS verstanden habe, ja. Also, bist du dir da sicher?
Moment, ich habe jetzt... Ich komme gleich in den Dienst. Alles gut. Okay, ich kann mal kurz selber... Also Stand jetzt, du bist dir unsicher, ob die jetzt noch entführt sind oder nicht. Also ich habe nichts Gegenteiliges irgendwo hier mitbekommen. Das ist der Punkt nämlich. Ja, okay. Ich sehe, die Informationsteilung ist... Ich guck gleich. Ich komme gleich. Alright, okay. Dann, ja, vielleicht briefen wir uns da mal gemeinsam oder so. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, bis gleich. Warte, nee. Tschüss. Warum rufst du ausgerechnet mich an? Ich weiß es doch selber nicht. Falsche Quelle. Oh, ich muss die höhere Weste anziehen. Oder? Bravo? Ich müsste die dickere Weste tragen. Ach du Schande. Okay, gegen 0830 wurde Commissioner, so wie es dem Anschein nach macht, Miss Weiß, vermehren und hartwertig unter Einsatz von Kurz- und Langwaffen und Zahlfluchtwegen wurden verbrannt und dann ist vermutlich mit einem Helikopter von Grapeseed Airfield aus weggeflogen. Mexiko. Wir haben über 2 Stunden die Suche aufrechterhalten. Bis dato gibt es keine Forderung oder weitere Hinweise folgendes. Die 99 wird dauernd besetzt und unbekannt Anruf auf den Notruf. Wenn sie Funkgerät auf sehr nice nehmen, sich Zettel und Stift sein, vollständig mitzuschreiben. Ja, dann wird so lange diese Einzellage dauerhaft die TP-Mitglieder übernommen, so die Leitstelle oder die Info-Hotline Anruf betreffen. Nachfolgend würden sie die Tabelle eintragen, wenn sie einen Sektor durchsucht haben. Mit Nacht kam es im State bis zu einer Geiselnahme durch Liam Lopez und das auch noch so nebenbei. Dann sie 18 Uhr mit beiden seine Inhaftierung. Wenn sie vermehrt die Power Suite 1, halten sie Ausschau. So, jetzt zu der Apartment Suite Seite. 404 10 20. Das ist so schön. Madam Fairquatrains, ohne Gedüfer, nicht so. Z23 begibt sich in eine Dienstunterbrechung. Check. Leitstelle kurz 10:30 Standby. So, missgemappt, da hätten sie die Bäume offen. Gewehr vom State Park, Ranger Station. 417 für die Leitstelle kommen. Also mit Antistrafeinheit. Einsatzmeldung, Verkehrsunfall, Motorradfahrer beteiligt, FTM, die auf Anfahrt, fahren Sie die wirklich Abfahrt. Wirklich alles ab, so wie ich gesagt habe, okay. Sandy Shores Department an, beziehungsweise Richtung Sandy. So mitkommen. Check, somit. Check, Leitstelle, Ende. Gut, passt. Passt. Nachts ist da irgendwas Interessantes? Okay. Ja. SMS kurz schauen. Du haust einfach ab. Leitstelle für 417 kommt. Was glaubst du, nochmal genau einen Einsatzort was kommen? Für ein schlechtes Gewissen Fire Department hat gemeldet, Abfahrt ich das Highway eigentlich richtig ist Highway Sandy Shores, müssten Sie einmal schauen, kommen. Ist ja, check, immer noch nicht gefunden. Okay, es ist das schon mal soweit. Passt. So, Ordnungswidrigkeiten, da hat... Leitstelle 10:30 dabei. Hallo. Ich hab keinen Bock zu schreiben, wirklich. Ich schreibe heute schon so viel. Vielen, vielen Dank für dein Ready. Ich hoffe, du hast ein wunderbares Film. Komm dich ins Zuschauer. Hi, hi. Hi. Ja. Wie viel weißt du schon? Briefing von Levante. Das ist das, was ich hab.
Der Mandat ein Briefing geschickt? Habe ich das auch bekommen? Ich weiß es nicht, das ging zumindest an die Führung. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich es nicht bekommen. Löchen, Löchen, also Dankeschön. Ja, Commissioner ist immer noch vermisst. Mhm. Und auch seine Frau. Okay, nö, ich habe kein Briefing. Wow, Levante, kein Briefing für mich. Nee, also... 403, die wurden jetzt da von Montag auf Dienstag halt entführt in der Nacht unter Waffengewalt, Langwaffen und allem. Ja, Streifengebiet ist wieder ganz anders. Da wurden auch noch Kollegen von der Straße gedrängt bei der Verfolgung. Es war auch schon irgendwie kurz vor 1 Uhr nachts, also entsprechend wenig Kapazität unter der Woche. Na? Ja, ja. Und seitdem haben wir nur noch die Tasche mit dem, beim BPD bekommen. Stand in dem Briefing auch was von dem Lösegeld und so? Ja, ja. Wegen interner? Weil das müssen ja nicht alle. Okay, gut. Ja, die wurde dann halt noch übergeben. Da waren die beiden Funkgeräte von dem Dankeschön. Bein drin, glaube ich. Seine Waffe, ein Ehering aus irgendeinem Grund. Nicht zwei, was mich ein bisschen, was uns bisher verwirrt. Ein Foto, wo der Commissioner zumindest noch lebend zu sehen ist. Und so eine Art Drohung, Warnung, die so ein bisschen gedichtmäßig formuliert ist. Das war kein wirkliches Rätsel, sondern mehr so bisschen geschwollen formuliert, wenn man so will, ne? Ja, gestern gab es nochmal Kontakt mit denen, die melden sich heute wohl nochmal und ja, wir haben sonst keine Zeichen von den beiden und ich bin ehrlich, das sage ich dir jetzt nicht als Ermittlerin, sondern als Amy, wir haben gefühlt nix an Anhaltspunkten. Ja, gut. Großartig. Als Ermittlerin kann ich das nicht zugeben, aber als Amy kann ich das. Ach ja, und heute wurde nochmal der Briefkasten vom Commissioner aufgebrochen. Wir versuchen jetzt auch noch in seine Bude reinzukommen. Okay, es ist... Aber warum? Das ist das Größte, was ich mich gerade frage. Warum? Ja, also das Problem ist, natürlich war die erste Spekulation, ne, auch im Kollegium, OPB, Golden Olympus, haben alle gefühlt in der Führung, oder in diesem Führungsbesprechungsmeeting, was wir da auf der Firma haben, gefühlt alle schon angefangen zu kotzen. Wir haben halt absolut keine Hinweise dafür, sondern meiner Meinung nach eher das Gegenteil, weil das überhaupt nicht, also wir hatten keine der Entführung aus irgendeiner jeweils Lösegeldforderung, nie. Das sehe ich halt auch so, ja. Also bei OPB hätten wir jetzt schon ein politisches Statement, weißt du, ähnlich wie damals. Golden Olympus ging es damals nur ums Geld und sind wir ehrlich, die 1 Million für deren Goldraub vor ein paar Monaten ist quasi nix. Nein, vor allem dann nicht diese Zahl. Die Zahl hat ja eine Symbolik, sonst würdest du das nicht so dumm fordern. Ja, eben, also keine Ahnung, da würdest du halt 100 Millionen fordern. Das wäre von mir aus, doof gesagt, was, wo ich sage, okay, das würde zu Golden Olympus passen, weißt du, so geldmäßig. Mhm. Ja. Und wir sind so, es ist eine Truppe, die anscheinend Ahnung hat und Mittel hat. Soweit sind wir mittlerweile. Es ist wohl auch eine organisierte, die zumindest ein paar Leute haben muss, weil allein machst du das ja nicht mal eben. Die haben ja mehrere Fahrzeuge da. Ob das jetzt eine Gruppe aus 5 ist oder 10, keine Ahnung. Ne? Klar, ja. Aber die haben da wohl richtige Profis dabei, wie ich es gerade vorhin erfahren habe. Aber wir haben keine Ahnung, also es ist so ein persönliches Motiv gegen den Commissioner, vermuten wir, weil es gibt keine Drohung gegen, es gibt immer nur Drohungen gegen den Commissioner quasi, nicht gegen unser Department, nicht gegen irgendwen anders, nichts, gar nichts. Ich check's auch nicht. Ich auch nicht. Also nur, dass wir nochmal 1,2 Millionen war das. 2000, genau. Und damit seid ihr euch sicher? Ja, wir haben einen... Okay. Die Lösegeldforderung ist in der Akte, die wurde uns auf einem Zettel, die ist auch ganz weird, also da steht nicht 1000 und 2 Millionen, sondern da steht, wir sollen 40 Bündel von 50 Dollar irgendwie, ne? Und dann 100 Bündel von 100 Dollar erscheinen und so weiter und so fort, ne? Und dann hinten ist dann immer eine Summe und im zusammen alle diese Bündelforderungen ergeben dann zusammen die entsprechende Summe.
Okay, nein, weil wenn du diese Zahl gerade so, weil wir der PD und so weiter hatten und mir eingefallen ist, wo wir bankrott gegangen sind, vielleicht die Summe und das ist, also okay, was wir an Monatsbudget haben, sind nicht 1,2 Millionen. Deswegen habe ich nur gefragt, ob die 2 nicht vielleicht verrutscht ist einfach nur. Dann wäre das nicht exakt diese Monatssumme, die wir bekommen würden. Ich habe alles nachgerechnet dort, okay. Ob irgendwas nicht passt, ob irgendwas nicht, weil du musst, da ist ein bisschen was mit zusammenrechnen, das ist so eine halbe Matheaufgabe ein bisschen, aber es passt dort alles, es sind wirklich 1.000.000 und 2.000. Okay. 1.000.000 und 2.000. Geil, dass ich weiß, was unser Budget monatlich ist. PN7 für die Live-Stelle, kommen. Weißt du, Lieblingsmiss von allen war auch gestern, Amy ist wieder da, jetzt geht's wieder los. Ja. Ne? Willst du mitkommen? Wir sind dabei, noch abzusperren. Ja, ich habe einfach nur schon, wie ich das Briefing von Levante gesehen habe, Hauptermittler. Nook. Ich denke mir schon, der not again. Ja, das liegt aber auch nur daran, weil ich gestern im Dienst war, dann Miller kam und mir dann plötzlich in dieses Briefing damit reingerutscht sind und dann ist noch Levante aufgetaucht und hat Thilo gesagt, ja, ihr drei habt es ja schon gemacht, dann macht er das jetzt auch weiter. Okay, klar. Aktuell aber kein sonstiges. Aber sonst, es gibt gar nichts, es gibt auch kein Venture-Statement oder irgendwas, was dazu passen könnte. Also Venture-Statements gibt gar nicht, das Einzige ist, es sind unregelmäßig, ich glaube, Levante hatte bisher 2 an der Zahl, Anrufe auf der 909, wo jemand mit Stimmverzerrer anruft und das war auch, wo wir die Info dann bekommen haben, dass sie sich heute nochmal melden wollen. 403 wieder aktiv. Auf der 909, okay. Ja, auf unserer Geiser-Hotline. Aber da gab es jetzt keine... Normalerweise, keiner in Golden Olympus würde mit irgendwelchen mythologischen Sachen um sich werfen. OPB weiß ich nicht, die sind eh bekloppt, ja. Mhm. Ja. Nee, hat sich auf dem Highway überschlagen. Hat sich das. Entschuldigung. Ich überwache hier gerade CSI, Leute. Ja. Nee, was ich nicht interessant fand halt dahinter, also ich stimme dir zu, ich sehe auch absolut keine von den uns bekannten Terrororganisationen aktuell darin, sehe ich 0,0. Interessant fand, es ist eine Gruppierung, die weiß, was unsere Geiselhotline ist. Das ist keine öffentlich kommunizierte Nummer. Das heißt, entweder sind das Leute, die in San Andreas bereits Vorerfahrung haben mit Entführung und deshalb diese Nummer kennen. Ich weiß nicht, ob das denen nicht gesagt wurde, dass ich sich da melden soll. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Okay, weil es so rüberkam, als ob die sich automatisch dort gemeldet hatten, deswegen. Oh Gott, das müsste ich jetzt... Ich bin auch erst seit Dienstag so richtig im Bilde. Alles gut. In der Nacht noch alles passiert ist, aber... Die haben dann auch die beiden Fahrzeuge, die wir verfolgt haben, haben wir dann beide abgebrannt auch noch gefunden. Mhm. An denen sind wir gerade forensisch dran. Und das war nicht nur irgendwie, wir haben die mal eben Brand geschenkt. Ich habe gerade mit Edwards geredet, dass seiner Betitelung nach, und das meinte der wirklich richtig ernst, das war ein richtiger Profi, der das gemacht hat, ein halbes Genie. Also das ist wohl richtig, also das ist ein Brandsatz, der auch nur punktuell wirken soll. Der ist genau nur, also wenn du das Ding auf dem Erfall, dann wird auch nur die Karre brennen, sonst nichts. Da wird nichts anderes in Flammen aufgehen. Höchstens dann halt durch den Funkenflug, wenn du es irgendwie im Feld machst oder so. Aber das ist wohl richtig ordentlich mit richtig Erfahrung gemacht, was die da getan haben. Wie die Dinger in Brand gesteckt haben. Also dann, sag mal, der erste unbekannte Anruf ist dann wahrscheinlich vom 9.7. um 11.55 Uhr, derweil ging an Levante. Ich versuche nicht gerade nur, ich kann ja die Verbindung nachsehen. Das heißt, ich kann dementsprechend finden, ob das Ganze auch an einen Notruf ging. Wenn du alles gesichert hast, dann mach das. Du bist hier Forensik Oberbabbo. Viel Spaß. Entschuldigung. Ich habe hier gerade Northwood, unseren Frischling, der ist der lernt gerade noch ein bisschen. Und der zweite war dann gestern Abend, da saß ich mit ihm im Auto sogar. Okay, ich sehe tatsächlich nur einen unbekannten Anruf am 10.7. um 1.01 Uhr, den hat Karte entgegengenommen. Ansonsten sehe ich keine unbekannten Anrufe auf der 911. Okay. Und wenn ich, hier am 7.7. noch was, aber das ist zu weit zurückliegen, das ist egal. Das ist viel, viel zu weit, das war von der Nacht quasi also es war eigentlich schon am 10.7. in der Nacht, war gegen 40, ging da die Entführung los und ja. Ich check noch einmal kurz die Info, ob es vielleicht über die Info-Hotline weitergegeben wurde, aber auch da nichts über die BCSO, über die SAPD.
Da ist hier nichts. Nein. Ist 9.7. Gehen wir kurz eine Seite weiter. Nein, dann dementsprechend, oder? Meine, die sind immer noch am 9.7. Und kurz, dass wir aufs Nummer sicher gehen. Okay, nee, immer. Warte mal, Leute rufen auf die Info-Hotline echt viel an, habe ich das Gefühl. Was? Okay, nochmal eine Seite, oder? Das gibt's doch nicht. Gut, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, kein unbekannter Anruf auf der Info-Hotline. Auf keinen, also Notruf oder Info, dementsprechend ging der erst unbekannte Anruf an den an der Geisel-Hotline direkt, dementsprechend Vorkenntnis der Geisel-Hotline. Okay, das ist interessant. Also ich meine natürlich, es ist keine 100% unbekannte Nummer, weil wir kommunizieren das ja in Geiselnamen sehr gerne. Das heißt, das ist eine Nummer, die auch auf der Straße, sag ich mal, hier bekannt ist, wenn man die richtigen Leute fragt. Ja. Aber trotzdem du, ist es ein gewisses weißt, Vorwissen, dann, ja. Ja, heißt, die hatten zumindest mal Kontakt zu jemandem oder haben es selbst schon mal miterlebt quasi. Ja, ich meine, es kann halt auch einfach nur irgendein organisierter Zusammenschluss von irgendwo sein, wo schon mal wo Walter Weiß irgendwie ausgesagt hat oder irgendwas und was zu einer Verurteilung geführt hat und das quasi jetzt halt als Racheakt dafür genommen wird. Weil ich glaube, hier gehen schon wieder viel zu viel die Gedanken zu sonst irgendwas. Ich glaube, wir sollten mal da anfangen, wo man klassisch bei einer Lösegeldforderung anführt, nämlich bei anfängt, nämlich bei Feind, nicht hier vor Ort direkt irgendwas. Ja, klar, das ist wie gesagt, die Terrorsache und alle Organisationen sind aktuell bei uns auch ausgeschlossen, so ist ja nicht. Ich meine, Davis, wir sind da mit dem, also höchsten Druck, den ich jemals bei einem Fall hatte, sind wir da dran, würde am liebsten auch im Strahl kotzen, einfach vor, es ist halt so wichtig, der Fall, wenn du verstehst. Ja klar, verstehe ich das, alles gut, ja. 10, für die Leitstelle kommen. Nicht das? Nee. Oder? Ich glaube nicht. Das sind normalerweise, ich glaube, das sind Marshalls, die 10er Nummern. Also U10. Ach, sorry, gut, dann. Ja, Sam Marshalls habe ich richtig geraten. Officerin Grau. Ja, die U10 hört. Ihre aktuelle Auftrag, sind Sie im Streifendienst unterwegs? Tja, oder wie Sie ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Außer Scheiße. Nicht abhauen wäre eine Check, Sache, die du machen könntest. Nee, kann ich nicht, leider. Mann, Davis, du kannst dich doch nicht einfach alleine lassen. So was haben wir immer zusammen durchgestanden. Ich weiß. Immer. 414 Funkcheck. Ja. Check. Ja. Ich würde dir sagen, musst du halt Walter Weiß noch ein Weilchen hinhalten in Entführungen. Bin ich vielleicht rechtzeitig wieder zurück, aber das ist sehr böse. Manche Witze, die gestern gefallen, also nicht Witze, aber ne, sowas ist halt immer, du kennst uns, du kommst ja nur klar mit trockenem Humor durch, ne? Absolut. Nichts anderes hilft. Ey, was ein Scheiß schon wieder. Oder? Also. Das ist halt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt einfach. Ich zeichne nebenbei noch, lustige Linien in Karten rein. Ja. 402 über 14 VPD selbstständig eingetragen. Als Detective kann ich nicht zu, aber ich habe halt keine Ahnung, wer es ist. Wir haben nichts. Das ist es halt, ja. Wir werden halt von denen gefüttert, dass sie sich heute nochmal melden. Okay, ja, cool, aber das bringt uns halt auch nicht so viel. Nee, absolut nicht. Der Punkt ist halt letztendlich, also sag mal, die größten oder die schnellsten Feinde, die du hier halt hier machen kannst auf den Straßen, sind Straßengangs. Aber das ist kein Straßengang-Niveau. Ich glaube, da sind wir uns alle direkt einig. Die haben weder die Mittel noch die Geldsummen, um sowas auf die Beine zu stellen. Nee, das heißt, wir sind. Also wenn, dann wäre das Richtung mafiös, aber ja. Das passt auch nicht zu deren, also dann das passt auch nicht so wirklich zu deren Vorgehen, bin ich. Ehrlich? Weil aktuell jemand im Dienst, der die Flatbed besetzen kann. Kommt. Kartell? Leitstelle prüft. Also irgendwelche Kartellzusammenschlüsse? Schwierig. Ich
wir gehen halt so langsam auch die Organisationen von, also so kriminelle Strukturen aus. Was gibt's denn noch, was mehr Gelder hat als Kartelle und Mafia-Strukturen? Ich wüsste nichts Höheres mehr, ehrlicherweise. Das ist so das, was ich... Terroristische Organisationen, also ja, aber politisch dazu, engagiert. Aber da fehlt, da fehlt was. Wir haben keine politischen Motive aktuell. Ja, ja, klar. Das ist, nee, weil du noch gefragt hast, also, wer sonst noch drüber steht. Entschuldigung, ja, 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 jetzt so rum, ja. Mhm. Hm. 141 hat sich gerade eingestempelt, könnte das in 5 Minuten übernehmen, komm. Das ist echt schwierig. Mit, melden Sie sich dann bei der 133, kommen. Ja, es ist auch. Also ja, wechseln wir zu kommen. Check, Ende. Ich habe halt. 604, 10, 20. Ich bin ehrlich, ich will in dem Fall eigentlich nicht ermitteln. Es ist. Ja, aber sie ist vielleicht eher andersrum, sie ist vielleicht eher so herum. Besser du machst es, als dass es nachher jemand anders macht. Sag mal, ich traue euch allen Detectives zu, aber du weißt, was ich meine. Ich vertraue auch allen Detectives, dass sie das hinbekommen. Also. Ich würde dich ja echt gerne unterstützen, aber schwierig. Ja. Du fährst nach Hause, alles gut. Es war mir ein Scherz. Ich hoffe, klar, also, dass ich das nicht so ernst meine. Fahren kann ich sowieso nicht, das wird schwierig. Alter, Witz, wirklich. Alter, ich kann nicht zeichnen, Davis, wirklich. Da kann ich auch nichts dafür. Ich bin unfähig. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aus wie von einem Dreijährigen. Ach ja. Ist halt wirklich so. Ja, ich weiß auch nicht. Wand vor Abfahrt Sandy Shores gesperrt. Hä, wieso das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch nur vorhin gesehen, aber nicht wirklich hinterfragt. Ich höre dem Funk eh nicht mehr zu. Okay. Warte, aber das sehe ich. Hä, PD? Was haben wir denn für einen Einsatz da? Ich habe jetzt nur. Ich habe vorhin auf die Stelle nur FD gelesen und nicht auf PD geachtet. Hä? Haben wir da überhaupt Einheiten? Haltestelle für die 133 kommen. Das ist eine 417. Sie kommen. Da könnten Sie Unfall. Eine Streife zum MD fahren. Da Unfall. Ist Mike Aubrey gerade aufgewacht. Der müsste einmal befragt werden. Also in dem Fall. Okay, dann nur irgendein Verkehrsunfall mal wieder. Weißt du eigentlich, wie scheiß oft da oben in der Nähe von Sandy aktuell Verkehrsunfälle passieren? Das ist echt schlimm geworden. Ja, anscheinend häufig, wenn... Herr Jack, 47 Ende. Ja gut, vermutlich wegen der Absperrung, oder? In der Absperrung, vor der Absperrung ist es aktuell echt schlimm, was es angeht. Sieht wirklich aus wie von einem Dreijährigen. Also ist ja wirklich schlimm hier. 528, Funkcheck. Check. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist halt wirklich alles einfach... Weißt du, ich bin wieder da, ich habe wirklich entspannt. Chilo hat mir noch versichert, ja, alles ruhig, alles entspannt. Ja, war es auch bis Montag. Ja, das Lustige ist, anscheinend war während diesem Telefonat mit Chilo Runa nebenan und Levant. Und wir haben da alle zugehört. Und es ist halt, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Nichts, es gibt aktuell, glaube ich, nichts dazu zu sagen mehr. Außer wir müssen halt jetzt gucken, dass wir das irgendwie, oder dass ihr das geschaukelt bekommt, ich ja leider nicht. Ja, aber ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung wie. Kann ich irgendwie meinen Strichsticker machen? Ja, drück mir Stift fester auf. 3-6 für die Leitstelle kommen. Nee, ich muss ja digital malen. 3-6 so. Kannst du demnächst rauskommen? So, in circa 10 Minuten kommen. Check, positiv. Können Sie anschließend das VPD anfahren kommen? So positiv kommen. Naja, du wirst das schon hinbekommen. Mein Assi ist ja gerade reingelaufen. Ich glaube, der will bestimmt auch gleich mit mir reden. Ja, sag dir mal, der soll nicht so fies immer zu mir sein. Der hat mich gestern... Ich bin immer auf deren Seite und gestern war er voll unfair zu mir. Ja, werde ich mich drum kümmern. Geht's gleich mal los hier, aber... Okay, ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Naja, 403, ich danke dir, Davis. Danke dafür, dass du anwesend bist. Ja, du auch. 403, bis dann. Und der hat falls uns nicht mehr hören, weil ich denke, dass wir uns heute nicht mehr sehen. 2, 5, 6, das kann passieren, ja. Sie anschließend aktiv ja, aber ich bin total im Stress, das packe ich nicht.
einen wunderschönen Urlaub, auch wenn es ganz schön anders ist. Erhol dich gut und wir sehen uns, wenn du wieder da bist, ne? Machen wir. Bis dann. Pass auf dich auf. Ja. Na, du auch. Keinen Scheiß. Ich ja. gebe mein Bestes, ne? Okay, tschüss. Machen wir so. Tschüss. Hallo, Finch. Och. Und ich habe einen verpassten Anruf. Ach so, von dir, okay. Die 18 vom Check. Check. Bin ich, ja. Ich habe ja gesagt, ich bin ja. Ich komme mal früher in den Dienst, damit wir Sachen klären können, wenn du zurück wirst. Ich weiß, ich weiß. Ich überlege, ob ich auch komplett gehe. Sag mal, aus deiner Sicht, wie scheiße ist es? Also. Gut, ich meine, ich habe mit Nook telefoniert. Das heißt, die hat die Detective-Sicht, die ist eigentlich genauso. Die ist noch viel schlimmer wahrscheinlich als deine. Was meinst du mit Commissioner? Ja, Commissioner. Ich überlege, wie ich das sage. Warte, gib mir einfach ein paar Minuten. Ich will erstmal gucken, was Venture sagt. Ja, Venture ist wie immer happy, Freude, als ob nichts wäre. Ich will einfach so gucken, was Venture sagt. Okay, alles gut. Hä? Wird? 104 über 14 WPD. Check. Okay. Hat sich irgendwie nichts geändert auf Venture? 403, 1020, VPD. Achso, hat er mal doch eine Sache. Ja, ich wollte jetzt auch nicht mal rauskauen. Ja, wo ist Walter? Es ist besorgniserregend zu sehen, dass der. Bei deiner Katharina Heckmann. Beschämend du warst. Ah ja. Okay. 518 für die Leitstelle kommen. Also was willst du jetzt von mir wissen, genau? Sind Sie einsatzbereit? Gib mir einfach mal eine kurze Übergabe, irgendwas. Übergabe ist das nicht erst, wenn du wiederkommst? Nein, aber zu dem, was irgendwie gefühlt in den 2 Tagen passiert ist, das nicht mitbekommen habe. Ja, so geht's mir aber auch genauso. Möchte ich noch an dieser Stelle sagen. Ich habe gestern das auch noch mitbekommen. Ja, Commissioner wurde entführt. Kollegen wurden jetzt informiert, größtenteils. Denen fehlt nur eine Information. Also die Kollegen wissen eigentlich soweit fast alles. Außer, Commissioner, wir haben irgendwann jetzt... Gestern früh Vormittag haben wir eine Tasche bekommen vom VPD, da lag die Dienstausrüstung sowie ein Foto drin vom Commissioner und dass es ihm gut geht wohl. 528 ist einsatzbereit im MAPD. Dann noch, dass dass wir ihn wieder haben können für Lösegeld. 528 Ende. So. Für dich zur Information, ich weiß gerade nicht mehr die Summe, bin ich ehrlich zu dir. 422 überführt. 1.200.000. 1.200.000 waren das, genau. Mhm. Genau, die Kollegen wissen nicht, wie viel. Das weiß also ich die ja. Die Kollegen wissen nur, dass es Lösegeldforderungen gibt und Punkt, Ende aus. Mehr geht die erstmal nichts an. 014.20. Weil es sind schon Informationen am Abend rausgegangen, dass der Commissioner entführt worden ist, wo der gerade mal für 10 Minuten entführt worden ist. Von Kollegen. Da ist Rebecca gerade dran, weil unser Zivilangestellter hat das gesagt. Hawk. Okay. Hawk ist zum FD gerannt, hat gesagt, der Commissioner wird vermisst. Wurde entführt gerade. Hawk hat nicht mal ansatzweise Berechtigung dafür. Rebecca kümmert sich jetzt drum, so viel ich weiß. Ja. Was noch? Wenn mein Telefon klingelt. Ich würde dich gleich kurz zurückrufen, ich bin gerade in der Besprechung. Nur eine schnelle Frage: Weißt du, wann in Santa Maria die Sonne untergeht? Nicht, also kommt, ja, kommt ungefähr drauf an. Also ich weiß es tatsächlich, dass circa 19.30 Uhr in Palito Bay ein recht deutlicher Sonnenuntergang zu sehen ist über dem Meer. Aber es kommt ja immer drauf an,
Ja, aber es kommt halt darauf an, wo du das immer siehst. Sag ich mal, in der Stadt ist es ein bisschen früher, weil durch die Häuser halt natürlich schneller die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist. Aber wenn du natürlich irgendwann mehr bist, ist es später. Da ist auch bis 20 Uhr noch ein leichter Sonnenuntergang zu sehen, ungefähr. 19:30. Ja, das ist eine gute Zeitangabe, um die zu haben. Ich danke dir. Kein Ding, bis dann. Viel Spaß beim Briefing. Matanee. So, tschüss. Jetzt wieder. Also findest du das wieder? Wo ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ja, Hawk, interner. Genau, Hawk hat MF die interner gegeben. Wir haben gestern um 19 Uhr eine Chief-Besprechung abgehalten. Dort sind wir nochmal alles durchgegangen mit den Detectives, was los ist. Mhm. Ja, dort habe ich gleich gesagt, ja, können wir gleich der Presse melden. Kinder, das braucht keine Ahnung. Das braucht eigentlich keine 12 Stunden, bis das komplett raus ist. Das war auch gut so, weil ich habe am Abend einen Anruf von Seikomen bekommen, der mitbekommen hat, dass in Palito Bay bewaffnete Leute waren mit Langwaffen und Panzerwagen. Ein Hawk, der zum FD gerannt ist und das irgendeinem FDler gesagt hat, wo ich gemeint habe, ey, nimm's mir nicht böse, aber das FD, der, wenn da ein Rekrut ist, der labert das auch einfach weiter und dann ist das die stille Post und es wird noch besser. Und so unsere Kollegen, sind wir mal ehrlich, werden auch nicht still. Also, das waren so die zwei Totschlagargumente. Mein drittes Totschlagargument war einfach, stellt euch mal vor, die nehmen das Handy vom Commissioner, gehen auf Venture und posten, weil wir die Forderung nicht erfüllen von denen, posten die, ey, ihr wusstet es vielleicht noch gar nicht, euer Commissioner wurde entführt oder so. Check. Genau. Deswegen habe ich gestern gesagt, Presse, alle waren am Anfang dagegen. Nach meiner 5 Minuten Ansprache waren alle dafür. War sehr toll. Ja. Auf jeden Fall die Detectives ermitteln. Jetzt dagegen. Also, was mit dem Commissioner ist. Ich habe gestern mit Levante eine Pressekonferenz gehalten, du siehst es auf dem Foto. Ich habe gesagt, alle Führungskräfte, die zu dem Zeitpunkt im Dienst sind, sollen bitte hinter mir sich aufstellen, in Uniformen, in Ausgehuniformen, weil der Commissioner weg ist. Hab denen erklärt, dass wir nicht kopflos sind, nur weil der Chef weg ist. Und die State Police wird weiterarbeiten wie vorher. Warte mal. Levante hat kurz erklärt, was los war. Wichtig, wir haben nicht von Lösegeld gesprochen. Wir haben nur gesprochen, dass der Commissioner entführt worden ist. Und dass ich jetzt, dass die jetzt ermitteln. Das ist also zu dem Zeitpunkt war es gestern. Ich habe gesagt, es hat sich eine Taskforce gebildet. Diese Personen werden permanent an der Führung des Commissioners und des der Frau Weiß arbeiten. Die Aufgaben der State Police gehen trotzdem weiter, auch wenn der Commissioner weg ist. Das heißt, wenn sie Notfälle haben, bla bla bla, rufen sie uns weiterhin an wie gewohnt. Das wird sich ihnen gegenüber nichts ändern. Die State Police Führung ist somit nicht kopflos. Wir werden weiterhin arbeiten und die Aufgaben des Commissioners übernehmen. In der Abwesenheit des Commissioners. Was ich uns anders gesagt habe, so, damit du den Sinn weißt, was ich da gesagt habe. Genau, Zivilisten brauchen keine Angst haben. Wir gehen nicht von einer terroristischen Organisation aus. Wir gehen nicht von der terroristischen Organisation aus. Die Leute brauchen keine Angst haben, sollten sie natürlich trotzdem was merken, bitte Leute anrufen, also Personen anrufen. Wir gehen von einer gezielten Aktion gegen den Commissioner aus. Genau, Info-Hotline, ETC, alle anrufen, wenn man irgendwas Komisches bemerkt. Und wir haben auch nochmal gesagt, Behördler und Behördenleitungen brauchen auch keine Angst haben, wie gesagt, gezielte Aktion. Sollten wir denn dennoch irgendwas erfahren, werden wir rechtzeitig auf euch zugehen. Das habe ich dann gestern gesagt, gut, dann war die Presse weg, dann haben wir nochmal so mit den Behördlern gesprochen und denen noch ein bisschen mehr erzählt, wie das, also die Behördenleitungen wissen jetzt, ich habe gestern die Behördenleitung eingeladen, weil ich nicht wollte, dass die das über einen separaten, über die Presse oder so erfahren. Alles richtig gemacht, alles gut, ja. Habe ich die Behördler damit zu eingeladen, ja, und denen das, dann haben wir denen das erzählt und die wissen auch nur den Punkt, wie die Kollegen, dass wir Forderungen haben, aber nicht, was für Forderungen wir haben. Das wissen die jetzt auch noch. Die haben die gleichen Informationen wie die Kollegen bekommen. Wir haben aber auch gesagt, bitte behaltet das für euch. Gebt das bitte nicht an eure Behördler weiter, die nicht zur Führung gehören. Mhm. Ja, passt. Wissen die auch Bescheid. Genau, das dazu. Und zum MAPD. Chill. Ehrliche Meinung? Ja, immer. Ja, gestern dieses Chief Meeting. 417 überführt. Keine Ahnung, MAPD. Ich weiß nicht, was teilweise mit manchen anderen los ist. Chill. Ich habe das Gefühl, der Commissioner ist weg und manche denken wirklich ein bisschen kopflos. Okay. Ist meine Einschätzung irgendwie, das gut hier das gestern eingeleitet. Check. War so ein bisschen mau. Also es wurde erstmal erzählt, was passiert ist. Ist ja auch alles in Ordnung, aber ich dachte, wir reden jetzt über ein, zwei Sachen.
Schlussendlich habe ich dann die ganze Zeit da geredet. Okay. Also ich habe dann gesagt, ey, Kinder, lasst die Detectives bitte auf die konzentrieren und wir kümmern uns darum, dass wir wirklich die State Police führen. Das heißt, dass der Streifendienst ganz normal weiterläuft, jedes Department für sich und die Detectives ermitteln hauptsächlich. Dass sich nicht so viele Köche da einmischen und wir haben ganz andere Aufgaben. Wir müssen jetzt den kühlen Kopf bewahren und die Aufgaben des Commissioners übernehmen. Und dann können die Detectives sich voll darauf konzentrieren. Wir unterstützen die, wenn es soweit ist. Einfach nicht kopflos sein, etc. Gut, die anderen haben dann gesagt, jo, ab 5 Streifen gibt es dann jetzt... 512 für die Leitstelle kommen. Eine R1, habe ich gesagt, ja, aber auch wieder da, kapazitätstechnisch, es tut mir leid. Es weiß, was mich richtig stört. Ich muss es ansprechen, gestern tun alle so, als ob sie es wissen. Aber schlussendlich wird dann wieder, stehe ich dann wieder in einem Monat bei der nächsten CD-Meeting da und sage, Alter, ihr habt wieder nicht auf Kapazitäten geachtet und wir hatten 3 Helikopter, ein Boot draußen und keine Streife und ein Officer auf dem Fahrrad ist die ganze Zeit von links nach rechts gefahren. Entschuldigung, diese Beschreibung, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist leider wirklich so. Alle tun sie so, als ob sie es wüssten. Und ich sage dir, ich nehme die Detectives gerade komplett raus davon, okay? Wirklich. Mhm. Ich sage dir aber, von der ganzen Sache wissen vielleicht wirklich nur 40% davon waren. Für 40% war das klar, die dort vor Ort waren. Ja. Deswegen habe ich es nochmal gesagt und dann hieß es, ja, okay, und da hat eine 6-Streife mit MPU besetzt, permanent und so, alles okay. Wir müssen den Commissioner wiederfinden, klar, aber wir können... Ja. Der Commissioner ist genauso wie jede andere entführte Person. Er hat halt nur einen politischeren Posten. Ach, du weißt, was ich meine. Ja, alles gut, ja. Klar, und wir sollten trotzdem nicht alle jetzt in tiefster Trauer verfallen. Es ist nicht cool, was passiert ist. Aber wir müssen es so behandeln und klar im Kopf behalten, wie wenn jeder andere entführt werden würde. Wir müssen einfach so agieren. Weil wenn wir jetzt alle irgendwie in Emotionen verfallen, dann sollen sie lieber in Feierabend gehen und nach Hause machen. Bravo aktuell, dass sie mich absichern kommen. Ja, oh, stimmt, wenn Barnes gerade Bravo sagt. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt die dickere auch, oder? Ja, hier kommt mal die alte. Gut, dann muss ich die gleich nochmal holen, weil ich habe nicht noch die dünne, die Unterziehweste nur drunter. Hast du ja eh nur für heute. Ja, trotzdem. Cool, dann beachten. Willst du unbedingt heute im MD landen? Oder auf dem Friedhof? Nee, wie gesagt, also keine Ahnung, dass gestern. Ich werde uns einige sparen können, bin ich ehrlich. Ja, das ist ja, ich meine, das sind wieder wie immer das Übliche, das ist nicht dieser Punkt. Check. Ach, irgendwie hieß es dann auch, ja, wir haben wichtige Sachen zu tun. Rebecca sagt, nee, sie findet das wichtig, dass wir uns um den Officer kümmern, der intern herausgegeben hat und der dazu absolut gar nicht berechtigt ist. Und die andere Partei sagt wieder, ja, nö, wir haben gerade Wichtiges zu tun. Ja, nee, eben, klar, wir müssen den Commissioner finden. Und es gibt die Anweisung, dass wenn wir keine Einsätze haben, dass die Leute Sektoren abfahren. Die Sektorenkarte, die eh nie hilft. Sind wir mal ehrlich, die kannst du inzwischen auch in die Tonne kloppen. Die Leute sollen die Sektoren abfahren. Und ja, klar, der Commissioner muss gefunden werden, aber trotzdem dürfen wir die Aufgaben nicht vernachlässigen. Das heißt, man kann trotzdem Supervisor-Gespräche weiterhin führen, weil deswegen habe ich gestern gemeint, dass wir die Aufgaben der State Police übernehmen und die Detectives ermitteln. Genau, dass sowas nicht passiert. Aber naja, macht er eh wieder jeder seinen eigenen Kopf, soll er auch machen. Ist mir auch langsam Rille. Alles gut. Ich habe dafür einfach keine Energie mehr. Bin ich ehrlich zu dir. Verstehe ich, und ich bin aber deiner Meinung, was die Sachen angeht. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Bin ich deiner Meinung. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt alle Goldträger müssen jetzt die Aufgaben. Also, klar, sind wir mal ehrlich, wir haben auch schon Tage geschafft ohne Commissioner. Ja, klar. Ich will den Commissioner auch wieder haben, so ist es nicht. Also, es ist nicht, dass man mich falsch versteht, aber ich gehe ganz sachlich an diese ganze Sache ran, weil anders geht's nicht. Wir sind die Führung, wir müssen das machen. Der Commissioner war auch schon mal so ein paar Tage weg. Da haben wir es auch hinbekommen. Der war auch schon mal über Wochen im Urlaub oder so. Also bitte. Ja, wir haben es, also die Aufgaben, da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Aber manche Leute machen da irgendwie ein größeres Ding draus. Wie gesagt, ist der Commissioner, ich nicht falsch verstehe, nicht, dass man es falsch versteht, aber ich gehe jetzt gerade von einer sachlich neutralen Lage aus und ich habe das Gefühl, dass einige das nicht können und eine komplett eingenommene Meinung dahingehend haben. Ich bin da ganz sicher nicht jemand, der da widerspricht oder das nicht richtig versteht. Das solltest du doch wissen. Ich sag's dir halt nochmal. Du weißt doch, ich hab da ein Rechtfertigungsproblem. Mhm. Okay. So, lassen wir mal jetzt Commissioner-Thema und die ganzen Scheiß wieder da passiert hinten an, bevor gleich die Welt brennt. Ich würde dir gerne noch die verbleibenden SOP-Sachen übergeben einmal. Falls du soweit bist. Das ist ehrlicherweise nicht viel. Ja, sag mal kurz was. Ich habe immer so viel SOP. Ich bin für dich, ich bin morgen eh nicht im Dienst und Freitag, Samstag auch nicht. Sonntag bin ich vielleicht privat unterwegs und vielleicht nur dienstlich.
Alles gut. Ich würde dir einmal den Verkehrsunfall bei deines DL, den tödlichen, übergeben. Da müsste man dringend mal noch mit den Officern reden. Ich habe die seitdem tatsächlich nicht, weil ich nicht im Dienst war, mit denen immer parallel ranbekommen. Fallakte. 369 vom Check. Ich hätte Check. Sie dir gleich überschrieben, aber es ist die SOP vom 29.06.01. Danke, SOP. Ja, ja, überschreibst du mir trotzdem. Mhm. 29.06.01 VOB, dann ist die da so doch. Genau, ja. So, wer ist gefahren? Wem muss ich mit Phoenix sprechen? Eigentlich muss nur mit Phoenix gesprochen werden, letzten Endes. Es ist halt ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach dem ersten, was ich gehört habe, gibt es da eigentlich keinen Fehler unserer Seite. Die sind mit Code 316 gefahren. Der Wagen ist von der Seitenstraße rausgekommen. Die haben den leicht getroffen. Der ist in die Haltestelle gekracht bei deiner Seite und die Personen sind verstorben. Der ist mit über 100 mph wohl rausgekommen oder irgend sowas. Also, ja. Selbstschuld. Einmal zum Depero BT, bitte kommen. Check. Die kannst du gerne auch mitbringen dafür. Wir müssen trotzdem ganz kurz mit dir reden. Es geht um den Verkehrsunfall, den du noch nicht hattest mit den zwei Toten. Die kannst du, wie gesagt, die beiden können auch mitkommen. Wir müssen nur noch mal deine Seite hören. Deswegen. Dann ist das wenigstens durch. Tschüss. Warum sind denn jetzt in der Nacht schon wieder fast drei Kollegen draufgegangen, Alter? Ich gehe wirklich, ich hab die Schnauze voll. Ich habe auch das Gefühl, du kannst den Kindergarten manchmal nicht allein lassen. Korrektur für was 8 über 14 Delta Perro, nee. PD? Okay, ich würde dir dann noch eine weitere Akte einmal geben. Ja, mit Phoenix kannst du gleich reden, da kommt das gleich her, dann kannst du die Akte gleich schließen. Okay, ja, dann nehme ich sie mir gleich wieder zurück von dir. Okay, andere SOP-Akte, 9.5. Schräger 01. Das ist eine DAB. Ja, was, 05? U97 aktiv. Warte mal, welcher? 9.5.? 9.5., ja. Ich werde angerufen, Chef. Warte kurz. Pain. Mhm. Okay, dann nicht. Seite 4 vielleicht. Hier ist 05. Welcher? 05, 06, oder? Nee, 9.5.01. Ah, 9.5., Entschuldigung. 4.5., 6.5., 8.5., 9.5., 9.1, sagen wir es doch. DAB, Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Daniel Davis. Also, in dem Fall letzten Endes ist es halt Greywolf, den es jetzt noch trifft. Der ist der Letzte, der übrig geblieben ist. Es geht darum, dass er das per SMS so weitergegeben hat, dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde bezüglich der Forensik, aber er hat nie einen wirklichen Auftrag der CSI gegeben, dachte aber, er hat der CSI einen Auftrag gegeben. Und laut Aussage... Wer hat den Beweis? Ja, guck mal in die Akte rein. Du meinst die Bilder? Ja. Ja. Das waren die SMS-Verläufe nur. Letzten Endes quasi, im Endeffekt, was ich eigentlich nur die ganze Zeit machen wollte, mit Greywolf reden und dem, sag ich mal, ein bisschen du, besser drauf achten, dass es wirklich sauber kommuniziert wird und eine pure SMS an jemanden für der CSI ist kein Auftrag für Forensik. So ist auch das, was Jones gesagt hat. Wenn man nur SMS schickt. Er hat eine SMS an die Forensik geschrieben, dass die sich drum kümmern, sondern was? Genau, ja, und das ist kein Auftrag an die Forensik. Dementsprechend quasi, da ist nur dieses du, besser kommunizieren, das ist kein Auftrag und Ende quasi im Endeffekt. Aber der war ja gefühlt einen Monat oder irgendwas im Urlaub, deswegen habe ich den nicht ranbekommen in der Zeit. Alles gut. Ich komme gleich wieder. Warte, stopp, stehen geblieben. Ich dachte, du bist fertig, weil du meintest zwei Supervisor-Akten. Ja, es sind zwei Supervisor-Akten. Dementsprechend jetzt, Deeks muss ja nichts zahlen bei der 416. Genau. Das heißt, die SOP kann ich eigentlich auch zumachen gegen ihn, oder? Kannst du zumachen. Commissioner hat gesagt, die bezahlten echt, wir übernehmen das. Auch das Unfallfahrzeug, das andere? Also quasi das, was... Ja, das müssen wir so oder so übernehmen. Okay, ja, das hätten wir auch an Deeks weitergeben können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Nein, es hieß, es war ja nicht Deeks seine Absicht. Also ist das halt Schwachsinn. Gut, nein, das war nur noch mal die letzte Frage, dann mache ich die Akte auch zu. Ja, ich bin in 3 Sekunden wieder da. Ja. 512 für die Leitstelle kommen. 512 hört sie kommen. Einsatzmeldung: 2 Fahrradfahrer auf dem East Highway, stadteinwärts unterwegs. Einmal anfahren kommen. 512 so mitkommen und 1040. Check, Ende. Na. Flatbed über 14 WPD.
512 für die Leitstelle kommen. Hört sie kommen. Die zwei Fahrradfahrer stehen aktuell kurz vor der Rocket Diner Tankstelle kommen. 512 so mitkommen. Hawk ist ebenfalls vor Ort in der Nähe. Kommen. Du hast gesagt, du gehst vom Walker wieder. Ich weiß es schon. Also, ich sag mal, ungefähr habe ich das eigentlich geplant, aber es ist halt so diese schwierige. Ja. Ich wollte nur sagen, ich bin um 19:30 bin ich weg. Okay. Deswegen, also ich wollte es ja einfach nur nochmal sagen, deswegen wollte ich fragen, ob du jetzt auch irgendwie dann gehst oder so. Komm. Weiß ich nicht. Irgendwie so, als ob du gefühlt raus möchtest nochmal. Ich werde aber um 19:30 gehen, weil ich einen Termin habe wegen der Sache. Ich bin halt ehrlicherweise so dieser Punkt. Ich würde gerne eigentlich heute Abend noch unterstützen, aber ich will nicht mit dem Krankenflieger nach San Francisco fliegen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Dann die Wahrscheinlichkeit ist gerade schon wieder hoch. Genau. Deswegen. Heute Nacht kam es in der Geiselnahme von Liam Lopez und Pepe Ignacio. Erzähl weiter. Nee, deswegen bin ich noch am Überlegen, beziehungsweise auch ein bisschen davon abhängig, ob Carter mit mir dann quasi vom Rollcall noch außer Dienst geht und mich zum Flughafen bringt oder ob die was anderes vorhat. Das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo ich noch drauf warte. Du hast jetzt hierher bestellt, Phoenix? Ja, oder? Die sind gleich da. Okay. Ich hab sie gerade schon gehört, die sind ja schon vorbeifahren, ne? Okay. Kannst du gleich kurz mit Phoenix schnacken, dass er nochmal die Geschichte erzählt und dann geht's für die auch wieder weiter. Okay. Hm. Ja. Machen wir nicht drei Supervisor-Streifen draus. Ne, zwei. Du, frag mich was Leichteres. Ach, guck mal, unser Metro-Lead ist ja wieder da. Ich weiß, mit dem muss ich gleich auch noch quatschen. Warum? Weil der gesagt hat, dass er mit mir quatschen möchte. Ach so. Naja. Ist aber, also keine Ahnung, seit dem Helikopter ist ja eh kein Metro-Einsatz mehr gewesen oder beziehungsweise mal eine Metro-Übung. Ja, obwohl da Dienstvorschrift steht, dass die Metro-Lied sich wöchentlich dazu verpflichten, dass mindestens eine Übung entsteht. Aber naja. Kommen wir auch mal wieder zum Punkt. Mhm. Hat schon wieder Lust gefressen, ey. Mann, wo sind die? Stehen die draußen? 512 1020 Fahrradfahrer. Check. Steig ein oder fahr alleine. Auflegen. Kommen Sie mit. Hi Phoenix. Solltest du die beiden auch mitnehmen können? Ich höre nur Geschrei draußen. Oder so. Ja, ist das schon los? Ich höre nur Schreierei draußen. Es sind keine drei Toten, alles gut. Es hätten aber drei tote Officer sein können gestern. Was ist denn schon wieder passiert gestern? Carter kann da, glaube ich, ein Lied von singen. Geiselname ist Dead Prison. Officer vor Ort wurden überwältigt, Dienstwaffen abgenommen und dann als Geiseln genommen und so weiter. Ja, ich bin schon dran, dass. Also, ich sag mal so, der Block ist voll. Deswegen. Gut, dann füllen wir mal meinen Block. Super. Phoenix, du hattest einen Verkehrsunfall bei Dynasty 8 vor, keine Ahnung, gefühlt auch schon wieder Wochen. Willst du mir mal da verraten, was da passiert ist? Ja, gerne. Also, das Ganze mit den Racern zog sich über den gesamten Abend schon. Es gab dann eine längere 1060 bis hoch nach Paleto und dann auf dem West Highway auch wieder runter, wo sich dann, also dort wurde ein einzelner Racer verfolgt, rotes Fahrzeug, rote Unterbodenbeleuchtung. 51830. Auf Höhe der Route 68 hat sich dann die Kolonne der Racer von ungefähr, ich würde mal sagen, 10 Fahrzeugen dem Ganzen angeschlossen. Auf der restlichen Strecke des West Highways Richtung Süden haben dann teilweise Racer sich auch vor uns gesetzt, beziehungsweise genau zu sein, uns halt überholt. Und wir haben halt versucht, zu dem Streifenwagen des Commissioners, welcher direkt hinter dem roten Fahrzeug hergefahren ist, wieder aufzuschließen. Konnten das soweit auch tun, hatten dann aber noch ein Fahrzeug vor uns, welches, ich sag mal, sehr
rapide darum gekämpft hat, nicht überholt zu werden. Ja, ist vorher wohl auch schon auffällig gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dadurch, dass es auch vorher schon andere Streifen abgedrängt hatte. Ja, auf Höhe des roten Parkhauses dann, weil die Streife um den Commissioner und das rote Fahrzeug sind immer weiter weggezogen. Commissioner kam auch die Anweisung, dass wir uns nur auf das rote Fahrzeug konzentrieren sollen, die restlichen Fahrzeuge außer Acht lassen sollen. Leitstelle für Pini 39. Auf Höhe des roten Parkhauses bin ich dann rechts rausgezogen, da die Spur in Richtung Osten ja, zweispurig ist von der, von dem und Kollegen der Racer so gesehen linken Spur gefahren ist. Ein LS-Taxi kurz vor der Dynasty, beziehungsweise dann halt beim roten Parkhaus. Als wir auf gleicher Höhe waren, fing der Racer dann an, rüberzuziehen. Also da waren wir wirklich noch auf gleicher Höhe ungefähr. Und ist, hat uns versucht abzudrängen rechts auf den Bürgersteig. Ich habe so gut es geht versucht, da irgendwie gegenzuhalten und ehe ich es mich versehen konnte, hing er bei uns vorne, weil wir dadurch halt langsamer geworden sind, dann auch schon mit dem Heck drin, quasi wie beim Pitmanöver hinten rechts. Waren wir dann bei ihm und er hat sich dadurch, dass er halt immer weiter nach rechts gezogen ist, mehr oder weniger selber rausgedreht. Dauer, keine Ahnung, wir sind gerade noch in Klärung zwecks des Das Fahrzeug ist dann, ja, ich weiß nicht, bei welcher Geschwindigkeit irgendwas um die 80 bis 100 mph hat sich dann selber rausgedreht, ist dann in die Bushaltestelle rein und ja, wir sind dann sofort angehalten, dahin haben wir erste Hilfemaßnahmen eingeleitet, aber ja. Ja. Flatbed 1020 WPD. Finch, nur noch Fragen? Check. Nö. Bin ich ganz ehrlich, was soll ich sagen? Selber schuld, der andere. Also, es sei denn, der Kollege widerspricht mir jetzt hier deutlich, aber ich sehe hier absolut. Es geht gegen dich, also. Du musst leiden. Ich muss leiden. Ja, du musst leiden. Und für links oder rechts. Nein, Spaß. Ich hab gar nichts, ich sag gar nichts zu. Alles gut. Aber am meisten Eliten hat der Rekrut vor Ort. Oh ja. Der ist böse gemeint, wenn ich sage, also, da gibt's noch zwei, die mehr gelitten haben. 403, somit. Weiß ich nicht. Ist okay, Finch. Achso, oh mein Gott, ja. Finch! Leitstelle für die 5. Weiß nicht, irgendwie habe ich heute einen richtigen Todeshumor, glaube ich. Ich könnte meinen, du beschäftigst dich den ganzen Tag schon damit, irgendeine Sache aufzuarbeiten, die in die Nacht passiert ist, aber. 10-3, kommen. Okay, aufzuarbeiten. Ich habe, wenn ich schon wieder Sachen höre von interner Ausgabe und so, dann. Die Leute mit Schusswaffen tasern, ist sehr gut. Checks und mitkommen. 5-1-2, Ende. Ja. Wenn ich es frage, bereue es, deswegen frage ich gar nicht. State Prison. Ja. 611. Ich habe hier immer noch was da schon wieder los war. Kann Carter gleich erklären? Check. Ja, Carter kann das, glaube ich, als Einsatzleitung sehr gut zusammenfassen. Ansonsten, ich darf das heute sowieso noch 5-mal erklären. Also, ja. Deswegen muss ich auch gleich rüber zum VPD. Deswegen sind Rebecca und Penn jetzt auch schon vorgefahren und ich kann gleich gucken, wie ich darüber komme. Okay. Also ich bin durch. Wegen dem wird geschlossen, die Supervise-Akte, sehe ich kein Fehlverhalten unsererseits. Okay. 4-7 für die Leitstelle kommen. Ja, komm, warte, ich fahr dich kurz rüber. Okay, dann machen wir das so. Lange brauchen Sie ungefähr kommen? Gut, dann pass auf dich auf, bis dann. Jo, bis dann. Noch 5 Minuten bringen die Person jetzt aber erstmal nach Hause, Sicherheitsgründen. Checks mit Leitstellende. Warte, fahr nicht so weit, der muss noch nicht vorhanden, nicht gleich. Ich fahr nur kurz, Phoenix rüber. Ja. 58 Funkcheck. Check. Was hat Carter denn jetzt hin? U10 für die Leitstelle kommen. Herzlich kommen. Können Sie als 1010 die Wohnungsmeldung Alarm in Rockford Hills anfahren kommen? Ja, wir sind 1040 kommen.
Checks mit Leitstelle Ende. Department. Na. Check. Hatten gestern Geiselnahme im State Prison gestern Nacht. Ich weiß, das kannst du dir aufsparen, deswegen wollte Finch mit dir gleich reden. Okay. 5, 1, 2, wieder aktiv. Das war mehr allgemein, beziehungsweise persönlich gerade an dich gerichtet. Dienstlich ist mir das okay. So, heute ehrlicherweise so, ja, mir tut's einerseits echt weh, so gehen zu müssen unter diesen Umständen, aber check. Mir ist es letzten Endes auch irgendwie egal. Ich will eigentlich nur heute unverletzt in diesen Flieger steigen. Dann solltest du vielleicht gleich auf der Dienst gehen und nicht erst. Ach ja. Das ist die Frage. Wenn du mich jetzt gleich oder vor dem Rollcall irgendwie Zeit hast, mich zum Flughafen zu bringen. Ich weiß nicht, was dein Plan für heute Abend ist. Dienst hauptsächlich. Okay, sonst kann ich mich halt auch selber zum Flughafen bringen. Ich bin ein Taxi, ist auch kein Problem. Hinfahren kann ich dich auch noch. Das kriege ich noch hin. Danach ist immer noch Zeit für Dienst. Mhm. Hast du dein Zeug denn schon direkt dabei? Nein. Natürlich nicht. 4-1-7-10. Eventuell habe ich noch nicht mal gepackt, aber nun. Das, ja. Hansmann meldet eine geöffnete Tür. Auf zu lachen. Ich lach nicht mal. Doch, wo lachst du? Nö. Schon? Nö. Ah, nicht. Dann weinst du halt. Ja, das ist okay. Ja, die U08 und Nolan von der anderen Gängeschreibe, wir gehen jetzt in die Wohnung rein. Check. Doch, keiner. Finchy Pinchy, du hast direkt eine Mail noch wegen dem ersten Post. Danke, das ist lieb von dir. Ja, bevor ich da irgendwas rausschicke, dann kannst du erstmal drüber gucken. Eben, Finch. Das Wort leck mich am Arsch. Sogar zwei Mails. Ich weiß nur von einer. Ah, okay. Ne, die andere ist von den Detectives. Hey, fucking Carter. So, kurze Info. So. Genau, es soll so ein liebevolles Briefing halt sein. Video 12 meldet Wohnung clear. Das mit Absicht nur die Füße der State Police? Leitstelle für die PDR 12 kommen. Leitstelle, ja, ja, das sollen wir uns bitte sein. Oh, Alter, hu. Fies, ne? Prüft. Ja, wenn ich mir das angucke, ist Venture toll. Mit Schließen. Weil Schließen macht nicht automatisch Schließen. Mhm. Eigene, komm raus. 112, circa maximal 10 Minuten kommen. Also es ist ein Text, der irgendwie allgemein abgepasst wurde von den Behörden, deswegen... Ach, das ist das, was das MD die ganze Zeit schickt, ne? Mhm. Ja, mach. 512 für die Leitstelle kommen. Okay. Ja, ja. Die kommen. Auch dieses süße Briefing da oben, das ist nicht zu extrem. Für jeden mit Fußfetisch, der steht jetzt auch das Bild. 512. So, meine kommen. Stimmung ist heute irgendwie nicht so prickelnd. Merk ich. Weil ich gerade eben schon Witze mache, dass es zwei Toten vielleicht schlechter geht als ein Kollegen, der verletzt wurde. Welcher Kollege wurde verletzt? Ach, es geht um einen Verkehrsunfall. 403 wieder aktiv. Habe ich gesagt, da hieß es, Davis hieß es nicht gerade irgendwie von Phoenix, dass es dem Kollegen nicht so gut geht. Da habe ich gesagt, ich bin schon nicht übel, aber es gibt zwei andere, die geht es noch schlimmer. Mhm. Ich komme gleich wieder und dann kannst du erklären, Carter. Ja, okay. Ich will nur wissen, was gestern los war am Set, wissen wir nicht. Ja, alles cool. Aus der Werkstatt ist wieder im Dienst. Doch, eine Akte dafür kann man noch einfach lesen, aber... Oh, du kannst doch auch reden, oder? Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Oha. Kann ich dich da überhaupt... Was? 403, kann ich dich überhaupt allein lassen hier in der Stadt? Morningwalk-Tankstelle. Ach, das passiert ja nichts. Übrigens, die Akte wurde, meine Supervisor-Akte wurde immer noch nicht übernommen, weil die sollte eigentlich Chumley übernehmen.
Leitstelle. Hört sie kommen. U10 meldet Einsatzcode 4 und beendet. Sieht das nervt mich schon wieder ein bisschen. Sind alle wieder verstehe ich. Check, so mitkommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der in letzter Zeit überhaupt da war. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es gleich nachgucken, aber ich bin aktuell in der Supervise-Akte am Schreiben. Dann kann ich gleich gucken. Na, sonst gebe ich dir einfach Barnes. Also quatsche ich mit ihm kurz ab und dann gebe ich ihm die, weil nervt mir schon wieder, dass die von Tremblay nicht selbstständig übernommen wurde. Obwohl er eigentlich verlinkt ist, schon längst. Und dass es um seinen Officer geht, nicht um meinen. Oder um Barnes per se. P02-1020 La Mesa, selbstständig ausgetragen. Check. Das mit dem Commissioner hast du schon mitgekriegt? Das habe ich mitbekommen, ja. Okay. So, kurze Frage. Wie schätzt du eine Falllage ein? Also, Racer zünden ein Auto an, das Auto brennt, rammen das gegen die... fahren damit weg und das fährt gegen die Carwash und brennt ab. Siehst du da irgendeinen Straftatbestand? Brandstiftung vor allen Dingen. Mutwillige Zerstörung. Nee, wobei, das gibt's glaube ich nicht. Aber warum Brandstiftung? Das Fahrzeug gehört denen selber. Ja gut, aber oder versuchte Brandstiftung, weil das Feuer hätte ja auch zum Beispiel auf die Carwash übergehen können. Sehe ich aber keinen Handlungs... Es ist schwierig, weil man... Die haben es dagegen gefahren. Aber das war ja vermutlich nicht deren Ziel, das anzustecken, das Gebäude. Deswegen, ich frage ja. Das ist aber, also wenn, dann ist es fahrlässig, weil... PDH-12, Moment, Nolan. U10, PDH-12, Genehmigungsunterbrechung. Ja, bitte, Butterblümchen, das kann ich für dich tun. Das ist OZ, gerade sehr interessant, aber okay. IC ist das, Davis merkt nichts. Alles klar, weiß ich Bescheid, vielen Dank. 403 wieder aktiv. Subi, wie geht's dir jetzt? Was kam rum? Ja. Okay. Glaube ich. Die Leitstelle kommen. Hört sie kommen? Wohnungsalarm im Mirror Park gemeldet. Einmal anfahren kommen. Okay, du hast explizit gefragt wegen Körper. Wie geht's psychisch? 403 somit. Check, Ende. Seit 3.7. nicht im Dienst, okay. 512 für die Leitstelle kommen. Hört sie kommen. Nach Ihrer Rekrutenaufnahme fungieren Sie als 1010 Wohnungsalarm gemeldeter im Mürropark. So mitkommen. 512, so mitkommen. Check, Ende. Sind Sie auch. Die 422 könnte sich auch anbieten. Hierzu warten Sie noch, Leitstellende. Aber das ist halt wirklich heute zu riskant. Ich werde dann gleich außer Dienst gehen, mich von Carter zum Flughafen bringen lassen. Und dann ist es Ende. 422 für die Leitstelle kommen. Hört sie kommen. Wir fahren einmal das MAPD an, nehmen 228 Officer Fox mit ihrer Streife auf. So mitkommen. Hallo, jetzt hätte ich Zeit.
Ja, ich habe die Frage dir schon gestellt. Du hast das Briefing wahrscheinlich schon ausführlich oder relativ ausführlich bekommen, ne? Ja, habe ich jetzt bekommen. Rekrutenaufnahme 228. Okay. Nee, gut. Ich bin gerade hier Etage 5 Kindergartensachen. Tust, du hast eine MP5 schon auf dem Rücken, denke ich mal, ne? Nee, eine Schrotflinte, aber ich bin quasi gefühlt eine halbe Stunde weg und dann erstmal außer Landes für längere Zeit. Deswegen, ich kann leider nicht viel unterstützen aktuell. Aha, also bist du der Kopf dahinter, ich verstehe. Nee, gut, ja. Nee, weiß ich Bescheid, dann hat sich meine zweite Anfrage erübrigt. Okay. Nee, gut, weiß ich Bescheid, dann wünsche ich dir schön, was auch immer du da machst, pass auf deinen Arsch auf und ich hoffe, wir sehen uns ein Stück wieder. Ja, passt ihr hier drin auch auf euren Arsch auf der Insel, das ist, glaube ich, viel schlimmer. Ja. Gut, weiß ich Bescheid. Man sieht sich, bis dann. Dann bis dann, Matane. Tschüss. Einmal kurz Punkt frei halten. Ehemalige SWAT-Mitglieder, meldet euch einmal in der Gruppe und kommt auf Etage 5. Ich wiederhole, ehemalige SWAT-Mitglieder einmal auf Etage 5 melden. MP5 mitbringen. 213, Ende. Und here we go again, wo die Metro scheitert. Geht, also es gibt Opportunisten. Sagen wir es mal so. Ich habe den falsch geschrieben. Ja, so dumm ist er nicht. Also Guerrero ist dümmer. Und unterwürfiger vor allen Dingen. Ich habe echt Edwards nicht? Ja. Warte mal. Aber ja, wie gesagt, er nur noch weitergeben werden. Deswegen. Ja, ich gucken, aber. Ja. Einheit im Haus meldet soweit clear. Check. 228 für die 422, komm. Oder hat geheiratet? Ich hört kommen. Kann dauert noch einen kleinen Moment, die Patienten haben angesprochen, also, ich mein, wegen der Anzeigeaufnahme. Wir können uns beide einig sein, das war menschliches Versagen mit unter anderem. Ich meine, der hat es ja ausgenutzt, dass es zwei waren, die ihm vertrauen. Ja, 422, Ende. Ne? Hallo, Edward am Telefon. Hallo, Davis hier. Sie hatten am Montag um den Rückruf gebeten gehabt. Ich habe es leider am Montag verpasst gehabt, da nochmal Sie zurückzurufen. Entschuldigen Sie, Davis. Welcher Davis? P325 Chief Davis von der State Police? Ja, guten Tag, Chief Davis. Jetzt ergibt es auch alles Sinn. Ich kenne, ich habe Ihre Nummer nicht eingespeichert. Also, alles ich gut. Ich habe Sie jetzt so am Telefon nicht erkannt. Okay. Nee, kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Worum geht es denn? Es ging um die um das ausgebrannte Fahrzeugwrack an der Strawberry Tankstelle, beziehungsweise an der Strawberry Car Wash. Da hatten Sie ja Fragen dazu nochmal. Ja, genau, da geht es darum, ich brauche von Ihnen als Officer, waren Sie vor Ort? Ich war unter anderem vor Ort, ja. Kein Treffer in der Datenbank. Da brauche ich von Ihnen einmal eine Information, was da genau war, damit ich das einmal aus verschiedenen Punkten habe, wie das ich an der Kameraschnittstelle verhalten habe, zwecks Brandstelle kommen und ETC. Hört Sie. Genau, also soweit wir haben das beobachtet, wie das Ganze passiert ist. Und zwar hatten die das Fahrzeug, beziehungsweise hatten so einen Ring aus Benzin um das Fahrzeug gegossen. Sie können mir das ganz einfach auch niedertippeln. An die Einheiten Gründungsalarm Mirror Park. Können wir das an die LSFD Services schicken, dann füge ich das mit in den Ermittlungsbericht ein. Dass das Ihre Aussage ist. Okay, dann würde ich das so einmal hinzufügen, ja? Jo, super. Machen Sie das einfach so und das ist gut, ne? Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, ja? Den wünsche ich Ihnen auch, danke. Danke, tschüss. Hört Sie kommen. Vespucci Police Department anfahren, Officer E265 mit aufnehmen, kommen. Derzeit noch beim Wohnungsalarm Einsatz. Würden wir danach anfahren? Check, somit Leitstellende. Die 115 meldet sich in Dienstunterbrechung.
Aussage zum es wurde das Fahrzeug aus Benzin gegossen, dieser wurde entzündet. Im Anschluss danach fuhr das Fahrzeug los, ging dabei Feuer und ist in Wand Flatbed 1040 zum Standort der 422 gekracht. Check. Und ging in Flammen auf. Das war sehr das Benzin gegossen, diese wurde entzündet, im Anschluss danach fuhr das Fahrzeug los, fiel. 403, hört sie kommen. Auftrag ist revidiert. Fing dabei Feuer und ist in die Wand der Kammer gestiegen und ging in Flammen auf. Turnf 1-2, die Leitstelle kommen. Keine Personen. Hört sie kommen. Mehr im Fahrzeug selbst anzupassen. Nach Ihrem Einsatz, Officer Sinclair 211 in Davis Police Department in ihrer Streife mit aufnehmen kommen. 512 so mitkommen. Check, Ende. Ja. 611 überführt zum WPD. Check. So, anfangen wir jetzt von der Verfolgung. Gott sei Dank bin ich nicht mehr im Shot gewesen. Ha! Tja. Sagst du jetzt noch, und nachher wärst du wieder froh, du könntest unterstützen, ich kenn's doch. Ich denk mir einfach, das ist wieder super, Klassendifferenzierung, letztendlich ist es nur noch Metro, wir haben kein ehemaliges SWAT. Achso, das sowieso, ja. Da gebe ich dir absolut recht. Weil das, was er gerade tut, ist schon wieder das alte SWAT aufrufen. Letztendlich. Hm. Ich weiß. Na gut, das Metro ist sowieso so ein Ding, ne? Also davon mal ab. Ja, ich weiß. Hört sie kommen. Dann können wir das Gespräch nämlich auch gleich klemmen, weil Finch 100%ig nämlich auch dabei ist. So negativ bin der Name mal gängiger Streifer. Richtig, ja. Vermutlich. Weil der hängt eh noch auf dem Klo, der hat es wahrscheinlich immer mitgekriegt. Für mich gleich in der Ende. Mhm. 611, 1030, WPD. Okay, es ist tatsächlich keine Brandstiftung, würde ich sagen, nach Gesetz. Weil, nach Gesetz? Weil das nach Gesetz nämlich das Ganze so definiert, wer Fremde, blablabla, whatever, in Brand steckt. Ja, also könnte man darüber diskutieren, dass ja die Carwash in Brand gesetzt wurde. Aber das ist ja nicht passiert. Die wurde nämlich nicht wirklich, die ist nicht beschädigt worden bei dem Brand. Dementsprechend hat nur das Fahrzeug gebrannt und es gibt keine versuchte Brandstiftung, sondern nur die fahrlässige. Es ist also nicht erfolgt, dementsprechend kein... Einmal sein, weil ihr mal SWAT soll einmal auf die 5. Warum denn jetzt schon wieder? Wer hat denn das schon wieder ausgerufen? Keine Ahnung. Warum ruft der sowas schon wieder aus, Alter? Warum ich weiß es nicht, weil Metro wieder komplett vergessen wird. Deswegen. Nee, ich hab Davis gerade schon irgendwas im Büro dazu gesagt. Das ist so ein... Bullshit. 403 für die Leitstelle. Nein, wirklich. Hast du mich angerufen? Ja, es ist halt wirklich wieder schwierig. Ja. ...403 für die Leitstelle kommen. Ja, Payne, es tut mir leid, ich leg auf. Du bist der siebte Person, die mich deswegen anruft. Ich habe darauf echt langsam keinen Nerv mehr. Nein, alles gut. Ich bin nicht sauer auf dich, aber wenn ich das zum siebten Mal höre, nervt das einfach nur inzwischen. Ich bin auch nicht sauer auf dich.
Ja, nein, wie gesagt, es ist nicht gegen dich, wirklich nicht gegen dich, aber du bist die siebte Person, ich werde da nicht drunter nehmen. Ich habe gestern die Presse angerufen, mich haben gestern 10.000 Officer angerufen. Ich werde dagegen nichts machen. Wenn er es möchte, dass er das so verkaufen möchte, irgendwie, dann soll er das bitte so machen, weil das ist. Irgendwie schon freue ich mich gerade auf meinen Urlaub. Das ist seine irgendwie schon. Spiel steht. Und, ich wollte eigentlich echt vielleicht noch so ein bisschen Dienst gesagt, wenigstens ey, machen heute, aber. Er muss es leider so machen, weil so sonst spricht er seine Leute nicht an. Nö, sehe ich nicht. So, also ich. Er hat am Anfang uns angerufen, ich wurde von 30.000 anderen Presseleuten angerufen, die ihn verteidigt haben, Officer, die beleidigt haben. Das nervt einfach nur noch. Aber deswegen, tut mir leid, Penner, muss ich dich unterbrechen. Ich leg auch auf, weil ich noch mit Davis quatschen muss. Sorry. Die Leitstellen sind informiert, bis später. Die brauchen jetzt freie Streifen. Sind welche Streifen schon jetzt aktiv? So. Bitte melden. Ja, was war jetzt Koriyama schon wieder auf der 5? Ja, ehemaliges Wort in die 5. Das war der Funkspruch. 5-1-2, nice, cool. Befehlt man mir sowas wieder? Warum befehlt man Commander sowas? Es ist ja nicht Befehl gewesen. U1-0 ist prinzipiell auch aktiv. Ich bin viel Lust am Laune, Alter. Du hast ein bisschen so eh gleich weg. Ich fehl mir das jetzt an. Willst du mitkommen? Ich werde um 25 werde ich losfahren. Ist mir egal, was los ist. Nee, Koriyama weiß eh schon, dass ich nicht rüberkomme. Deswegen, ich bin jetzt weg. Ich mache mich jetzt hier raus aus dem System und ich hau ab, wenn du jetzt nichts mehr hast. Ich habe auch die Schnauze voll gerade. Ich bin schon wieder so angepisst, einfach wirklich, ey. Oh, darf ich dir noch kurz eins mitgeben? Ja. Ich habe gerade noch mit Edward vom FD Kontakt gehabt bezüglich des ausgepannten Fahrzeugwracks bei der Carwash. Nur falls der mich versucht irgendwie zu erreichen und irgendwas, dass ich im Urlaub bin, dass du ihm das sagen kannst, dass ich weg bin. Es gibt eigentlich von unserer Seite nichts Strafrechtliches. Nur, dass du ihm das sagen kannst, falls er nochmal nachfragen hat. Er hat gerade schriftlich bekommen, was passiert ist. Ja, das ist klar. Dann pass auf dich auf. Schönen Urlaub ist halt dumm gesagt, aber erhol dich wenigstens gut und komm mir schnell wieder zurück, weil ich glaube, wenn du hier länger als 2 Wochen weg bist, springe ich vom Dach. Du, ganz ehrlich, ich hoffe einfach nur, dass vielleicht Carter wenigstens am 14., so wie es geplant ist, unverletzt nach San Francisco kommt, wir dort vielleicht ein paar trotzdem noch schöne Tage haben und das ist, glaube ich, das Beste, was ich hier gerade rausziehen kann aus der ganzen Scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Dann pass auf dich auf. Ja, du auch. Ich fahr mal rüber. Ich gebe mir jetzt die Scheiße noch für 20 Minuten. Check. .325 meldet sich ab. .512 Downtown Dispatch. Check. Einfach weg. Das ist sicherer gerade. .512 für die Leitstelle kommen. .103. In Ihrer Nähe, 512, ist ein weiterer Wohnungsalarm-Dispatch ausgelöst worden, an dem gleichen Ort, so mitkommen. 512, so mitkommen. Check, Ende. Ich bin 4 über 40, die Gangstelle selbstständig eingetragen. Check. Was bleibt hier? So, du bleibst hier. Und du musst hier bleiben. Es kann alles mit. Bitte sag mir, dass die Waffen weg sind vorne. Gut, sind sie beide.
Also sie ist doch noch am Telefon, oder? Na, let's go. Achso, ich dachte, du bist noch am Telefon, deswegen. Ne, ich hab grad aufgelegt. Das war übrigens auch keine Aufforderung, dass du jetzt direkt hier außer Dienst musst, das weißt du. Ich komm. Weiß ich. Ja. Ich kann auch selber zum Flughafen fahren, du hättest auch im Dienst bleiben können. Dauert ja nicht lang, mein Gott. Ich kann meinen Freund schon gerne zum Flughafen bringen, also bitte. Okay, dann bist gleich bei meiner Wohnung erstmal, oder wie, oder sollen wir uns direkt beim Flughafen treffen? Nee, bei deiner Wohnung passt schon. Dann fahre ich dich hin. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ich hasse alles. Das wäre witzig geworden. Erstmal mit zwei Magazinen durch den Checkpoint am Flughafen. Das wäre witzig geworden. Ist das hier echt zu wieder? Hab ich mir fast gedacht. Fitch ist aber nicht drin, oder nee? Ich hab doch gerade gedacht, irgendwie fehlt hier eine Taschenlampe hinten an Davis Arsch. Nun ja. Okay, jetzt passt aber alles soweit. Ja, die Sachen sind alle hier, die hier sein sollten. Cool. Sind weniger Türen zum Schließen. Einfach alles wie immer. Ich finde es halt echt ein bisschen schade, dass ich das RP schon verpasse, aber wenn ich einfach allein nur den Kindergarten heute Abend schon wieder mitbekommen habe von Finch und ich verstehe es, es ist das Kindergarten hoch 10. Und das, was Kurayama da tut, kann er eigentlich nicht tun. Es gibt das SWAT nicht mehr. Er müsste entweder die gesamte Metro einberufen oder halt ja eben gar nichts. Er kann nicht das, was er macht, kann er eigentlich nicht tun. Ne, von Amy haben wir uns eigentlich schon verabschiedet. Das passt. Okay, cool. Ja, ich glaube, Sophia ist tatsächlich noch sauer auf Davis, aber das ist halt so.
Oh nein, ein dunkles Motorrad, ein dunkler Aufsatz, ich werde entführt, Hilfe. Ach, wie furchtbar. Lust, mach Gummi. Ja, ist ja gut. Mann, Ray. Ich kann eh eigentlich, das ist eh voll scheiße. Ich muss eigentlich meinen Reisekoffer mitnehmen, dafür habe ich den. Und du sitzt auf dem Motorrad, das ist eigentlich voll ungünstig. Jetzt muss ich irgendeine Tasche mitnehmen. Weil ich kann keinen Reisekoffer auf einem Motorrad mitnehmen. Da hat man mal schon mal einen Reisekoffer, dann fährt die Frau einem Motorrad hin. So, die Sachen kann ich, den Rest kann ich mitnehmen. Eine Jacke mitnehmen. Hoodie. Irgendwelche Hemden, ein bisschen was Langärmliches. Kurzärmliche Sachen. Passt. Shorts. Schwimmsachen auch. Die haben an. Ja, Schuhe brauchen, reichen ja zwei Paar, da braucht man nicht mehr. So. Das geht. Machst du dich nicht so breit, dann kann ich auch aufsteigen. Lass mal den hier. Okay. Jetzt kannst du aufsteigen. Okay, okay. Und du musst doch unbedingt vorher bei einem ATM anhalten. Ich habe nämlich dir am Montag vergessen, das Geld zu geben für die Entchen. Ah. Ja gut, dann hättest du mir es auch nachträglich geben können. Das wäre auch nicht das Dimmer. Nee, das wäre aber schon wichtig auch. Und beim Flughafen gibt es mittlerweile auch ein ATM. Okay, dann machen wir das da einfach gleich. Mhm. 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 Und dann hast du mich Finch gleich nochmal anruft, wegen dem, weil er nämlich auch gleich außer Dienst wollte. Ich weiß. Der hat aber die Schnauze voll. Ich glaube, ganz ehrlich, der ruft dich nicht mehr an. Der hat die Schnauze einfach nur gestrichen voll. Das ist so schlimm, oder was? Ich versteh's einfach. Du hast den Funkspruch von Kurayama gehört. Was soll das? Ich verstehe Finch da leider vollkommen. Was soll das? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es auch. Ich hätte wahrscheinlich auch das Wort ausgerufen und gesagt, nehmt die alten Leute wieder her, wir brauchen ein Team, das funktioniert. Aber ja, es geht nicht. Der Commission hat gesagt, das Wort gibt es nicht mehr. Also ist dementsprechend dieser Befehl und diese Anweisung, die Josuke da gibt, leider nicht machbar aktuell und nicht erlaubt. Weil er, vor allen Dingen, er spielt halt die Metro gegeneinander aus, ne? Ja. Ja, ja, deswegen, das ist das Problem an der ganzen Sache. Und das ist nur eines von vielen Sachen, wo mir Finch erzählt hat, was da schon wieder alles losgeht. Und deswegen, auf der einen Seite, ich will eigentlich echt immer gerne helfen. Aber so das erste Mal, wo ich sagen muss, ich bin einfach froh, dass ich weg bin gleich. Ja, verstehe ich. Und ich bin ganz ehrlich, was ich eigentlich nur hoffe, ist, dass einfach du hoffentlich am Sonntag unverletzt bei mir in San Francisco ankommst und wir vielleicht dort ein paar Tage noch zusammen verbringen können. Das ist so das, was ich gerade eigentlich als Größtes noch sehe. Wenn du es nicht schaffst, auch alles fein, gibst du mir einfach Bescheid, verstehe ich, weil es wird brennen die nächsten Tage, wenn das so ist, wie es ist. War halt auch schon meine Befürchtung, dass es halt brennen wird, aber das werden wir dann sehen. Genau, deswegen, ich freue mich, wenn du es schaffst, aber
das ist das Risiko, wenn man mit einer Officerin zusammen ist. Dass es dann halt nicht klappt. Das ist absolut das Risiko. Ja. Das war ich mir im Voraus schon bewusst. Ja, ja, die Top. Ja, wow. aber ja, es ist, läuft wieder irgendwas nicht ganz rund. Vor allen Dingen, Kurama ist die ganze Zeit nicht da, weißt du, und plötzlich das. Ja. Ich meine, ich verstehe es auch. Er ist angepisst, weil er wurde als Metrolied nicht mal gebrieft. Deswegen, ich verstehe es auch gewisserweise. Warum sollte er gebrieft werden, wenn er nicht da ist? Ja, trotzdem, sag ich mal, eine kurze SMS an die beiden Metrolieds wäre nicht schlecht gewesen. In der Theorie ja, aber im Notfall kannst du halt immer noch die on the go halt briefen. Mhm. Und keiner weiß, wann tatsächlich Kurama wiederkommen wollte. Er wollte ja eigentlich schon früher wiederkommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und sich dann zu beschweren, I don't know, das ist nicht unbedingt fair. Ja. Meiner Meinung nach. Stehe ich. Jetzt einmal den hier wieder zurück. Aber viel schlimmer finde ich einfach den Aspekt, dass ja, diese Zweiklassengesellschaft eingeführt wird. Zwischen den Metro-Leuten. Huch, nein, das ist jetzt falsch. Ich würde sagen, willst du es ausmachen vielleicht? Mann, jetzt habe ich dazu gemacht. Ja. Liegt doch alles, er ist doch nicht wahr. So. Ja, da würde ich. Nein, einfach nein. Okay. Nicht jetzt. Ah, nee. Aber ATM sehe ich soweit tatsächlich keinen. Guck mal rechts. Ich schaue rechts. Warte mal. Den da war es nicht da, sondern da hinten. Gott. Okay. Okay. Ach so, übrigens noch kurze Info, weil euch, weil von euch Schlauen, ja, jemand, also von der Spendengruppe, von der Spendenlaufgruppe dieses Passwort reingeschrieben hat. Ich habe das von oben nach unten gescrollt, also, you know? Ich habe das nicht gesehen, dass das Passwort da drin ist. Nun, passiert. Ja. Ah, da hinten, okay. Oh, gucken wir mal, ob das das Konto noch hergibt, nicht, dass es knapp wird. Als ob. Das war ein Spaß. Warte, also in der Theorie kannst du auch direkt hinspenden. Das wäre 9705. Moment, 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 jetzt bist du mir zu schnell. Ich kann das direkt hinspenden, okay. Genau. 9705, jawohl. 8440. Ja. 40, okay. Und dann heißt es hier mal wegen, bitte gebt die Verwendungszweck die Behörde eurer Wahl an. Also gibt es im Grunde alle 5 an. Ah, okay. Okay, dann nehme ich mal 2500 Dollar und alle 5. Dann haben wir MD, FD. Ich mache jetzt einfach mal Kürzel, weil ich glaube, es weiß jeder von euch, wenn ich MD, FDP, die State Park Casa hinschreibe, es glaubt euch bewusst, was ich damit meine. Ja. Okay, 2500, jawohl. Ich habe immer so Respekt, irgendwann mal eine sehr, sehr großzügige Überweisung zu machen, dass danach 25.000 oder irgendwas steht, aber es passt. Genau, deinen Venture-Namen musst du ja auch noch angeben, tatsächlich. Das hättest du mir früher sagen müssen. Ja gut, ansonsten weiß ich es ja. Okay, gut. Hab da auch einen Blick mit drüber. Okay, nee, passt, dann ist das raus weit. Perfekt. Okay. Oh, was habe ich jetzt hier noch für SMS bekommen, oder war das die Gruppe? Ja, das war Spendengruppe. Okay. Ich habe Reading noch mit hinzugezogen für die andere Planung. Mhm, jetzt so. Okay. Also ich hatte den letztens durch Zufall getroffen und dachte mir so, oh, ich frage ihn direkt. Er freut sich tatsächlich drüber. Okay, dann sehr gut, ja. Mhm. Also noch ein Stück vom Automaten weggehen hier. Was? Warum denn? Ist doch schön da hinten in der Ecke. Ich habe mich auch gerade kaum irgendwie in die Ecke gedrängt gefühlt.
Ich stehe super gern in der Ecke. Wahnsinn. Ja, dann hoffentlich werden die Tage bis dahin erstmal ganz gut oder entspannt. Entspannter als hier auf alle Fälle. Ich glaube, das ist nicht wirklich, ja. Ehrlicherweise bin ich auch erleichtert, dass du nicht da bist, weil dann kann dir nämlich auch nichts passieren. Ja, aber das ist dann im Umkehrschluss, dann kann ich nicht auf dich aufpassen und dir kann was passieren. Ja, mir passiert schon nichts. Sagst du? Goldkarte im MD. Dann gehen wir wieder zurück. So schlimm ist es nicht mehr. Das stimmt, ja. Mister, ich bin jetzt viel öfter im MD als Ray. Ja. Siehst du? Mhm. Mhm. Frech auch. Ja, klar. Immer doch. Kennst mich doch. Nur durch Frechheit sind wir zusammengekommen. Schon, ja. Irgendwie schon. Ja, durch deine nämlich. Da habe ich nicht mehr was gegen zu sagen, weil es richtig ist, ja. Ja. Und es war gut so, dass du das gemacht hast, so. Ist dem so, ja. Ja, also wenn du denkst, dass das anders funktioniert hätte, ich glaube nicht wirklich. Ja, irgendwie hatte ich das auch ein Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Witzig. Naja. Na gut. Du bist schon ganz cool. Ich weiß, guck mal, meine Lederkluft an, das ist schon allein deswegen, also. Das meinte ich jetzt nicht mal. Aber ja, das ist auch sehr, sehr passend heute. Ey, ohne Scheiß, pass gut auf dich auf hier. Es, ja. Ja, das wird schon. Weiß doch, was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Das ist ja normalerweise mein Spruch, aber egal. Nee, das ist mein Spruch. Also, was bei dir hart wird, ist okay, weißt du, aber. Ach, das ist okay, okay. Ja, nun. Ja, ja. Egal, du musst in den Dienst wiederkommen. Lass mal einmal kurz so her. Oh. Ja, oh, komm. Wird dich schon vermissen hier. Kleiner Welpe. Oha, oha. Hier muss ich mir erstmal wieder die nächsten paar Tage ganz alleine das Bett teilen. Nur mit mir selbst. Du wirst erstmal denken, boah, Gott sei Dank. Nee. Endlich wieder Platz. Nee, das werde ich mir ganz sicher nicht denken. Doch, vielleicht halt ein kleines bisschen. Und ich kann es verstehen. Und das wäre auch in Ordnung. Ja, ich meine, das hat schon manchmal seine Vorteile. Also, sagen wir, alte Jahre immer den Platz im Bett zu haben. Man konnte einfach quer liegen. Scheißegal. Ja, eben. Das macht so viel aus. So viel Platz vor allen Dingen. Dann hat man den plötzlich nicht mehr und dann denkst du einfach nur so, scheiße, hab ich den dann jetzt irgendwie ins Gesicht geschlagen? Ach, das war das. Ach, deswegen wache ich immer auf mit blauen Flecken im Gesicht, das erklärt's. Nee, die blauen Flecken hast du dann meistens eher woanders. Okay, okay. Ich freue mich wieder zurück zu sein. Warte erst mal ab. Warte einfach erst mal ab. Nein, ich freue mich zurück zu sein. Nicht wegen Dienst oder irgendwas, sondern wegen dir. Ah. Ja, Auch frech wieder hier. Natürlich. Musst du mit leben, was ich mich als die. Du hast dich mir aus. Was? Egal, du hast dich aus. Du hast. Das, ich kann nicht mehr. Mich dir ausgesucht? Ja, genau das. In deinem Fall. Kleiner Wilbe, du. Da. Ja. Muss ich aber auch langsam los, Digga. Ich weiß nicht. Okay, das war jetzt der totale Upturn. Okay, jetzt ist vorbei wieder. Ich weiß auch nicht, woher der kam. Einen Moment. Ich rufe dich jeden Moment zurück. Bin gleich wieder dran. Dann geht erst der hier. Das ist richtig.
Der muss erstmal reichen wieder. Ja. Na dann. Schmeiß dich rein. Mhm. Mach nicht so wild, ja. Und ich mich da wieder auf die Dingens. Meld dich, wenn was ist. Du auch. Immer. Nun. Das hatte ich tatsächlich gar nicht eingeplant, so früh auszureisen heute mit Davis, aber ja, was soll ich sagen? Alles andere macht heute keinen Sinn. Ich krieg sonst Davis heute nicht sicher nach Hause. Das ist uns allen bewusst, dass das sonst nicht klappt. Und ich hätte mir eigentlich auch gerne den Abschied mit Carter ein bisschen emotionaler gewünscht, aber es geht halt einfach nicht. Sie ist im Stress. Das ist halt einfach nicht drin, aber es ist wieder wie immer. Okay, hier gehen wir noch den Gang nach hinten. Und dann, ja, sehen wir Davis wieder. So konnten wir jedenfalls alle diesen besonderen Abschied sehen. Nun. Besonders, das trifft es doch ganz gut. Ja, wegen der aktuellen Lage. Es ist aktuell einfach, ich kann nicht mehr garantieren, dass mich Carter nachher zum Flughafen bringen kann oder irgendwas. Davis kann im MD liegen, Carter kann im MD liegen. Es ist heute einfach alles drin. Es geht einfach absolut nicht heute, das länger zu provozieren. Es wäre zu riskant einfach. Gut. Ich habe meinen Auslog-Spot erreicht und ich würde sagen, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Nochmal für den letzten Stream vor dem Umzug. Wir loggen uns einmal mit Davis aus. Und ich schalte rüber einmal hier. Und ja, bleibt nur nochmal zu sagen, ich danke euch recht herzlich und würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich umgezogen bin und alles soweit steht in der neuen Wohnung, dass wir da wieder ja, ein paar neue Streams in Angriff nehmen. Ich gucke auch mal noch, wo ich euch weiterhin raiden kann. Da müsst ihr ja jetzt gerade noch gut zur Auswahl geben. Was haben wir denn noch da? Ah, ich habe jemanden gefunden. Ich würde euch einmal zu Purcell weiterschicken. Wenn ich das gerade sehe, dass sie da ist. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns wieder. Ich sag mal grob Anfang August. Dankeschön, Dankeschön. Und ich gebe euch Bescheid. Ihr werdet auf alle Fälle mitkriegen, wenn es soweit ist. Ich packe den Kanal einmal hier rein beim Raid. Was ist er denn? Hallo? Habe ich das gerade nicht kopiert? Ich bin auch so doof. Jetzt. Genau, ich packe einmal hier rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß gleich drüben. Und wir sehen uns wieder circa Anfang August, sag ich mal. Alles klar. Ich sag Dankeschön. Dankeschön fürs Dabeisein. Und ich drehe mich im Kreis und sage viel Spaß drüben. Und bis dahin. Tschüss.